Die erste ist die links oben. Ich befinde mich in einem Kreis. Ja, links oben, wenn du da vor, der, wenn du da vor dem Altar stehst, links oben, quasi. Welche Uhrzeit ist das? Warte, ich muss mal in Ruhe schauen. Was ist denn vor dem Altar? Das ist der Altar, ne? Ich würde sagen, das ist 10 Uhr. Ist die erste Kerze? Ja. Ja, 10 Uhr ist die erste Kerze, 2 Uhr die zweite. Ja. 5 Uhr die dritte. 5 Uhr. Ja. Unter der zweiten, ja. Und dann? 6 Uhr die vierte. Aha. 12 Uhr die fünfte. Ja. Und, was ist das jetzt hier? Ich denke mal 7 Uhr. 7 Uhr die letzte. Okay, hier leuchten Sachen. Also einmal auf meinem roten Banner. Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Also auf meiner blauen Flagge leuchtet so ein Strich, was aussieht wie ein Bett. Einfach so ein waagerechter Strich mit einer Zacke nach oben, nach unten. Und auf meiner roten Flagge leuchtet jetzt so ein durchgestrichenes Kreuz, aber ich kann auch selber welche auswählen, glaube ich. Oh, wait. Mach mal auf deiner roten. Das ist unten so ein Kreis mit einem X drin. Dann geht es nach oben. Dann ist es links ein C, rechts ein C. Dann geht es weiter nach oben. Dann sieht es aus wie so ein Kerzenständer. Warte mal, als erstes. Welches Symbol kommt als erstes? Beim roten Banner ist unten ein Kreis mit einem X drin. Ja, das leuchtet schon. Das leuchtet, ja. Und was hat das Symbol dann? Es geht hoch, dann geht es nach links, wird zu so einem C, nach rechts wird es auch zu einem C und dann geht es weiter nach oben. Oben wird es zu einem C. Warte mal kurz, das macht keinen Sinn. Weil ich kann ausschließlich entweder ein Symbol anklicken, was auf diesem durchgestrichenen Kreis ist. Ein Pfeil nach oben mit so mit einem Dächlein und noch einer Wagenrechte drüber. Oder eins, was nach oben geht und dann ein C, das nach wie ein Hufeisen ist. Oder ein C und dann mit einem Sternchen drinne. Dann kommt ein U. Das hier? Das hier? Das hier? Nein. Ja, das. Das? Okay, ich glaube nicht, dass es das Symbol ist, oder? Na, wir müssen das Blaue auch noch machen. Ja, das Ding ist, das Rote ist noch nicht so ganz. Und dann welches Hufeisen rechts die Dinger? Also, Kreis mit dem X drin, hoch zu einer waagerechten, links zwei Hufeisen, links ein Hufeisen, rechts ein Hufeisen, hoch, dann kommt ein Dach. Über dem Dach ist eine Waagerechte, von der Waagerechten geht es weiter nach oben zu einem U und auf dem U ist jeweils ein Kreis drauf. Könnte das sein? Oh, hat dieses U mit den Kreisen, hat es so einen Penis noch mit drin? Ja, so ein Clip. Das hat noch einen Schwanz, ja. Das ist das. Okay, dann sagen wir jetzt das Blaue. Okay, Sekunde. Na, wir gehen heute nicht in Titty Twister. Das könnte ein bisschen anstrengender werden. Also das Blaue ist ein Angelhaken mit einem Kreis dran. Dann kommt eine Waagerechte, aber die Waagerechte hat einmal so einen Knick nach oben links und einmal nach unten rechts. Dann kommt ein U mit Dreiecken drauf und dann hat es aber auch wieder einen Penis mit einem Kreis. Okay, hab ich. Aber irgendwie passiert hier, glaube ich, nichts. Die Tür ist zu. Next game.
Leuchtet bei dir beides noch? Ja, ja, beide leuchten. Sonst soll ich dir mal die Symbole schicken, die ich dir, die ich gemacht habe? Ja, sag mal bei WhatsApp. Also. Selfie. Okay, nein, wir dürfen nicht WhatsApp schicken. Ja, warum nicht? Habe ich schon? Habe ich schon gemacht? Warum? Schick's mir nicht. Irgendwas davon muss ja. Irgendwas muss falsch sein, weil sonst wäre die Tür offen. WhatsApp ist illegal. Ja, gut. Sehr gut. Ist das links. Warte mal. Ja, dann haben wir das Blaue falsch gemacht, denke ich mal. Ist das links unten das und das? Also ich erkläre das Blaue nochmal, okay? Ja, erkläre das Blaue. Unten beim Anfang, also beim da wo der Fisch normalerweise dran ist, ist ein Kreis. Ja. Haken weiter hoch, zu einer waagerechten. Die linke Seite davon, die waagerechte, geht nach rechts, nach links oben, so ein kleiner Strich, und auf der rechten Seite nach rechts unten. Oben zu einem U mit Dreiecken drauf, die nach oben gehen, und auf dem Schwanz ist oben ein Kreis drauf. Ja, und es sieht aus wie so ein kleiner Teufel, der einen Spagat macht oder springt und seine Hände sind Dreiecke und er hat einen Schwanz mit einem kleinen Pokéball hinten dran. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Beschreibung. Dann ist das Rote falsch. Nein, das Rote ist nicht falsch. Da habe ich schon auf WhatsApp geschaut. Habe ich das jetzt abgeändert? Ich habe das jetzt abgeändert. Ja, aber irgendwas muss ja hier falsch sein. Wait, vielleicht müssen wir das verkehrt rum machen. Nee, das geht nicht verkehrt rum. Ich kann ja nur gewisse Dinger hier anklicken. Okay. Musst du irgendwas machen? Was steht denn in deinem Buch drin? Also was ist das Symbol in deinem Buch? Bei mir stehen nur, ist nur eine Schrift. Okay, ja, die Symbole sind auf jeden Fall richtig. Da muss doch irgendwas anderes sein. Ja, ist irgend so eine Liebeshommage in dem Buch. Ja, das stand bei mir auch. Digga, ich verzweifle. Jetzt schon! Ich hab ne Tür! Ja, kann er was machen? Ich hab irgendwas gesagt. Ja, kannst du da durchgehen? Sekunde. Ich hab ne Tür gefunden, die ging auf. Und da konnte ich einen Hebel hochziehen und hier ist ein Buch vor mir. Aber in dem Buch ist nur der Altar zu sehen. Aber ich glaube, der Hebel hat nichts bewirkt. Ist vielleicht bei dir auch irgendwo eine Tür, die du jetzt aufmachen kannst, die davor zu war, wo du auch einen Hebel aufmachen kannst? Nee, ich habe eine einzige Tür und die ist verschlossen. Ja, dann bin ich überfragt. Guck mal, 42. Ja, aber was hat's mit diesem. Ich habe hier so einen riesigen Satanstern hier. Irgendwas muss man doch eigentlich noch. Ja, das ist richtig. Wir haben nichts falsch gemacht. Hast du sonst? Du meinst, du hast noch mehr Türen. Ich habe WhatsApp jetzt geschlossen für die Fairness. Ich habe zwei Türen. Die eine war verschlossen, dann haben wir das Altarrätsel gelöst. Dadurch, dass wir es gelöst haben, ging die eine Tür jetzt hier auf und ich konnte einen Hebel nach oben machen. Der ist jetzt oben. Aber noch nicht auf. Ich komm nicht raus!
Ey, Chat, helft mal! Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist richtig. Er konnte die Tür aufmachen. Aber ich komme nicht raus. Warum komme ich nicht raus? Hast du vielleicht noch mehr Symbole gefunden, die wir damit machen könnten? Weil ich kann die ja immer noch zurückziehen. Ich muss glaube ich, Kerzen anmachen. Kerzen neu anzünden oder so? Nee, das glaube ich nicht. Weißt du, wie du die Kerzen anmachen musst? Ich finde die Kerzen nicht. Auch gut. Muss ich vielleicht die Kerzen neu anmachen? Vielleicht musst du die Kerze jetzt nochmal anmachen, ja. Nee, ich kann sie nicht neu anmachen, sie gehen nicht mehr aus. Sind die bei dir ausgegangen? Nee, die sind an, die gehen nicht mehr aus. Oh. Ja, ist ja super. Aber ich hab bei mir, hier steht ja da als harmlos leuchtet, aber ich habe bei mir keine Kerzen. Jemand sagt, bei dem Banner ist das falsch, wenn es richtig ist, kommt ein neues Rätsel. Wir haben einen Fehler beim blauen Schreiben, die bei mir, aber das kann nicht sein. Warte mal. Oh ja, beim Blauen ist was falsch. Was war da falsch? Beim Blauen darf in dem Kreis darf kein Punkt drin sein. Hm. Bei dem Kopf von dem Satan. Die Bude hat angefangen zu brennen, als ich es richtig gemacht habe. Ja, jetzt hört die Tür aber immer noch zu. Digga, die sind immer steuer. Nein, jetzt hab ich ganz viele Symbole in meinem Altar. Mein Satanistenstern brennt. Oh, ja, ich kann hier Symbole anklicken im Satanistenstern. Ja, ich muss mal kurz nochmal schauen gehen. Ach, die sind ja ganz schlecht zu erkennen, ey. Doch nicht. Kann okay, ich bei mir im Altar sind jetzt. Ich bin jetzt in einem Kreis von ganz vielen Symbolen im Altar. Ja, hier leuchtet auch eins. So ein Kreuz mit zwei Karos links und rechts. Ja. Ich hab's angeklickt und dann gab's ein ganz lautes Geräusch. Ich sehe das Symbol, ja, aber ich kann damit nichts machen. Kannst du irgendwie die Reihenfolge mir sagen? Ich darf sagen, ja. Also haben die Symbole eine Reihenfolge? Ja. Ja, die brauche ich halt. Soll ich bei 12 Uhr anfangen und dann auf 1, 2, 3 und immer weiter? Fangen wir am besten mit dem ersten an. Ja, was ist denn das erste? Das erste ist 12. Ja, dann nehmen wir 12. Ganz oben. Okay. Ganz oben ist so eine. Sieht aus wie Flügel und darunter ist die Harry Potter Narbe. Ja, das habe ich angeklickt, ja. Daneben ist eine Sand, so wie so eine Sanduhr, wenn man sich richtig hinstellt. Ja. Daneben ist ein X, wo ein Strich in der Mitte dazwischen ist. Das ist meine Reihenfolge, das kann nicht stimmen. Ja. Daneben ist ein Strich und da sind zwei Dreiecke dran, in der Mitte. Ja. Daneben, oh Gott, wie soll ich das erklären? Zwei M's. Zwei M's, genau. Das Ding ist, Kian, ich darf dich kurz unterbrechen. Das ist genau meine Reihenfolge auch. Das ist genau mein Kreis. Also von 12, 1, 2, war es bis jetzt genau die gleiche Reihenfolge. Herr Warnecke, okay. Danke dir. Also irgendwie kann das nicht hinhauen, glaube ich.
Ist bei der Harry Potter Narbe links daneben ein Fisch? Ja. Okay, und dann kommt ein X mit Vierecken, ne? Ja, richtig. Okay, verdammte Scheiße, war alles umsonst. Das ist die gleiche Reihenfolge. Und das Ding ist, ich kann halt diese Symbole anklicken und dann entsteht so ein Feuerkreis. Aber ich glaube, ich muss die in der richtigen Reihenfolge machen. Okay, vielleicht muss ich nochmal schauen. Ja, vielleicht musst du so klicken, wie die Kerzen am Anfang auch waren. Weißt du, was ich meine? Aber ich sehe gerade, ich kann nur nebeneinander liegende anklicken. Ja, das geht eigentlich nicht. Okay, versuch mal das so zu machen. Klick als erstes mal den Fisch an. Ja. Danach die Sanduhr. Was ist denn die Sanduhr? Warte, ich finde sie gleich. Die kann ich nicht anklicken. Das ist der einzige Stein, den ich nicht anklicken kann. Ja, das ist blöd. Ich kann irgendwie nur die drei gegenüberliegenden und die beiden daneben anklicken. Und das ist immer so. Ich kann immer nur drei nebeneinander anklicken und dann ist einer dazwischen Pause und dann die drei gegenüberliegenden. Weil das ist bei mir die einzige Verbindung, die fehlt bei dem Dings, bei dem komischen Zeichen. Harry Potter Name und der Amboss. Was ist denn ein Amboss? Und wie ist das bei dir aufgezeigt? Wie sieht das bei dir aus? Bei mir sind alle Symbole miteinander verbunden mit einer Blutlinie oder mit einem Strich. Nur zwei nicht. Und die beiden habe ich dir gerade gesagt. Die Harry Potter Narbe und der andere. Das ist dieser Amboss, der neben diesem X mit den zwei Vierecken ist. Links darunter quasi. Und die Harry Potter Narbe. Das ist ein Fisch. Ist das ein Amboss? Was ist denn ein Amboss? Ich weiß nicht, was ein Amboss ist. Ja, was? Ich weiß nicht, was ein Amboss ist. Ganz unten ist ja diese 2x. 2x. Ah, ja. Oh, warte, ich habe die verbunden miteinander. Ist das passiert? X, ja. Ist was passiert? Nein. Also jetzt ist auf jeden Fall so ein Querstreifen durch. Was ist das passiert? Oh, warte mal. Mit was ist zum Beispiel dein Auge, was so einen Strich durch hat? Mit was ist das verbunden? Mit dem Harry Potter Symbol auch und mit dem daneben. Rechts daneben. Was a good chart. Chart, perfect timing, man. Kann ich auch rhetorisch einfach mal eine Bombe geben? Kann ich auch rhetorisch einfach mal eine Bombe geben? Ich bin live, ne? Die Bombe ist so schnell, so dumm. Ich habe einfach einen Armsleeve an bei dem Rätsel-Game, was bescheuert ich bin.
Ja, wir reden auch nur in-game. Wie anscheinend mit was? Ja, aber das müssen wir machen. Das ist ja Sinn des Spiels. Ich benutze meinen Stream Manager. Was? Was ist denn Doc? Was denn? Was willst du von mir? Nee, oder? Du hast gesagt blau oder Dings, du hast gesagt blau, das ist blau. Forever. Das war rot. Doch. Joanne, ich habe gerade 14 auf. Wie denn? Ach, Digga, ist nicht dein Ernst jetzt. Steam Support. We were here together. Wo denn? Ich hab's aus Versehen gekauft. Entschuldigung, ich vermute tatsächlich. Das ist Travis. Digga, ich hätte das ganze Stream noch mute gemacht. Was ist das denn? Ja toll, und jetzt, wann krieg ich das zurück? Jetzt kriegst du das Geld zurück. Wann krieg ich das sofort zurück? Das kriegst du sofort zurück. Oder irgendwie ja, in den nächsten Stunden. Ja, okay, aber das war mein Fehler. Sorry, ich habe auf dem Icon geguckt und nicht auf das Dings, das rote, das We Were Here Forever. Das muss ich mir jetzt kaufen. Ja. Ach, das kann doch alles ja nicht sein mit dir. Mach wieder Mühe. Für 18 Euro das. Krass, das ist 18 Euro? Krass. Ja, aber ich will nur sicher gehen, dass ich mir jetzt richtig gespielt jetzt kaufe. Was soll ich in den Stream? Willst du mir das kurz sagen? We were here forever. Und dann so ein rotes Rot. Dingens. Wo einer so hochgezogen wird. Ja. Okay. Das bin ich. So hochgezogen am Arm, gell? Ja. Ja. Das kann nicht sein. Die erste Psychose des Abends, let's go. Immer Steuer wird. Nein, der hat es ja aus Versehen gekauft. Aber jetzt habe ich das Falsche gestartet, auch noch, weil das rote Emblem hat. Oh. Okay, das war auch viel zu über. Wir hätten das erstmal ganz in Ruhe machen müssen. Warte mal. Was hast du denn jetzt gestartet? Das Falsche. Nice. Unser andere erstmal runterladen. 22 GB, ey. Ich habe schon refundet, Isa. Warte mal, habe ich jetzt We Were Here Forever und We Were Here 2. Nicht, dass ich jetzt das spiele, was ich schon mit Gary Young gespielt habe. Wehe, du hast jetzt wieder. Ey, da rast dich aus. Joanne. Das ist das Falsche. Nein, jetzt kann ich nicht ernst sein. Ist das denn ernst? Ich habe 40 Euro ausgegeben, Joanne. Das ist das Falsche. Nein, das ist nicht, oder? Doch, es ist We Were Here 2. Ah. Das muss ich jetzt auch zurückgeben. Ja.
Das andere ist auch günstiger. Nein, aber schön, schön, Leute, kein Valorant. Ich kann das alles nicht mehr. Kian, hast du gerade Nerven zusammen, Bro? Ja, ich glaube schon. Das Ding, es gibt 4 Teile. Ich kaufe jetzt nicht noch eins. Warte, dann hol ich. Nee, warte, We Were Here Forever habe ich. Du hattest ja das andere Together, aber ich krieg das so schnell runtergeladen. Ich habe beide jetzt zurückgegeben. Ich kann weder noch spielen jetzt. Ich hole mir jetzt auch nicht nochmal. Gut, was machen wir? Also, ich habe. Wir können. Also, ja. Kaufzahlen bei den Songs. Also ich habe We Were Here 2 drauf, aber das Ding ist, We Were Here Forever habe ich schon angefangen zu spielen mit Gary-Jan 5 Stunden. Das ist mir jetzt schon zu viel. Sehr gut. Kian stimmt auch rein einfach in den Stream. Das kann ich so schnell nicht. Ich muss also erstmal alles... Okay. Der Typ macht schon. So. Oh Gott, was ist denn mein PayPal-Passwort? Alter Falter. Such a pretty face. Chat, ich bin gleich für euch da. Hey Chor, ich bin nicht dein E-Girl, Junge. Ich lutsch keine Schwänze. Oh yeah.
Okay, okay, du müsstest jetzt eigentlich in dieser Sekunde eine Nachricht kriegen auf Steam. Hast du? Die ist mute. Mute. Hast du schon den Mute? Ja. Hast du eine Nachricht bekommen von Steam? Ja, ich lasse jetzt gerade runter und ich bin auch gleich fertig. Ist das falscher Spaß? Dann bin ich auf. Das geht, Jolene. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Das Team braucht nicht so lange. Ich glaube, bis spätestens morgens das Geld wieder drauf. Ich hoffe es doch. 40 Euro. Einmal in den Sand gesetzt. Nee, du kriegst ja zurück. Ja, wer weiß. Ich glaube, das erst, wenn ich sehe. Sag Bescheid, wenn ich lade. Jetzt krieg ich fertig. Ja. Dicker, was hast du für eine Leitung? Bist du dumm? 500.000. Das eine Spiel hat bei mir irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert oder so. So. Dann starte ich das Spiel. Was ist denn jetzt hier noch ein aktiver Download? Nein, ich will es nicht, nein. Auf zu downloaden. Ja, ich hab's zu scharf gegessen heute. Okay, ich muss jetzt mal die einzelnen 10 einstellen, weil ich habe jetzt zwei verschiedene Games hinzugefügt, die alle nicht richtig waren. Nice. So. Aber guck mal, ne? Chris verlässt auch direkt die Gruppe, wenn wir weg sind. Süß. Du musst gleich unbedingt die Musik leiser machen. Soundeffekte würde ich tatsächlich so lassen. Ja, habe ich. Find Match. Ah ne, lampe ich einfach ein. Ich bin soweit. Ich habe alles eingestellt. Achso, ne. Join Create Room. Sieht ja auch so ziemlich frisch aus, das Spiel tatsächlich. Ja, das ist der zweite Teil. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich schon gelernt. Vielleicht auch den ersten, vielleicht auch den siebten, keine Ahnung. Was ist Play with a Friend? Ja, das kann ich auch lesen. Create Room. Das lasse ich so. Ob du da einfach joinen kannst. Und der Passwort. Bist du dumm? Was ist das? Create Room. Okay, du kannst jetzt... Play for a Piecen. Du kannst jetzt in eine Gruppe, wie heißt das? In einem Raum rein? In einen Raum rein? Ja, die Gruppe. Match? Ja. Join Random? Du musst einen finden, einen Raum. Join Random Room. Server Browser. Und dann der Raum heißt Saugstrobel. Und das Passwort ist Saugstrobel. Klein geschrieben? Ja, könnte sein. Entweder groß. Passwort habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich könnte auch groß sein. Das darf man nicht sein. Bin ich drin? Ja, ja. Ach du Scheiße. Ach so! Hallo! Hallo! Kilian! Nam! Ja. Alter, ist ja gar nicht übersteuert! Wow! Okay. Play from Star, are you ready? Bitte, du bist der Lord, Alter. Let's go. Der Drachenlord. Wo ist mein Chat, Alter? Zum Thema möchte ich mich nicht im Stream äußern, weil das Zuhörer ist das, danke. Ach so. Welcher Stream? Hä? Möchte ich jetzt im Discord oder im Spiel? Nee, im Spiel, glaube ich. Das ist okay, gut. Chat, hört ihr sie auf?
Einer schreibt dir gerade, hallo, ich bin Tim, 14 Jahre und möchte gerne dein großes Loch sehen. Darf ich das? Was ist denn los, Großer? Digga, ist ein Mod hier? Alter, HD-Qualität. Hast du geskippt? Okay, ich höre okay, ich höre dich gerade nicht im Game. Digga, hat's gegen geskippt? Nee, ne? Ich hab, We were here too. Hätten wir auch das neue spielen können, wenn Kieran so schnell ist. Machen wir die Mumis, Gut, ist gar nicht übersteuert. Warte, ich gucke kurz mal Einstellung. Kann ich irgendwie Gameplay? Warte mal. Maus. Nein, Language German, bitte. Und dann würde ich gerne. Besser? Ja. Das freut mich. Okay, was muss ich tun? Also wir müssen jetzt, wir sind ja getrennt, wir müssen einen Weg finden anscheinend wieder zusammenzukommen. So wie im echten Leben. Over! Ich habe hier ein Rätsel, Kian. Was? Hast du dich schon bewegt? Ja. Und was siehst du so? Gräber. Gräber? Ist auf den Gräber was drauf? Statuen, ein Holzfass, ja, das war's. Ich hab hier so ein Dings, so mit Zeichen drauf. Mit Zeichen? Ja, also so, oh, Digga, dieses Geräusch von dem Teil geht mir richtig auf den Sack. Also das Ding ist, ich muss hier drei von diesen Rädern drehen und auf jedem Rad von denen ist wie heißt das? So ein Tresor, wenn du den aufmachst mit so einem Code. Ist eine Zeichen so eine Kerzen, so Kerzenständer, dann einmal so Wind? Ja. Ich hab viele Zeichen. Sag über die Zeichen, die bei dir sind. Also ich hab hier auch so einen Kerzenständer oder sowas in der... Also das... Ja, du musst mir die richtige Reihenfolge, denke ich mal, sagen. Okay, bei dem Kerzending muss jetzt die Zahl 2 sein. Ja. Warte mal, hat der oben so runde Dinger oder so mit einer Spitze nach oben, so Vierecke? Ich hab einmal so ein Dreieck oben drauf. Willst du davon welche wissen? Nee, dieser Kerzenständer. Ist das so mit drei Zacken nach oben? Kilian, ist dieser Kerzenständer mit so drei Zacken nach oben? Ja, davon. Ja, und da steht die Nummer 2 drauf, richtig? Nee, ich hätte sie nicht, aber das sind, davon habe ich 2 hier stehen. Hm, interessant. Und sind oben, wo die Kerzen eigentlich sind, sind das Kugeln, Kreise oder sind das Karos?
Kreise. Kreise. Okay, und hast du irgendwie was einzeln stehen, wie so ein Schiff oder eine Schildkröte? Ja, ja, Schiff und oben ein Kreis drauf. Okay, und irgendwas muss dreimal stehen. Sowas wie ein Stuhl oder eine Katze? Nee, hab ich nicht. Steht kein Gegenstand dreimal irgendwie? Oh, scheiße. Gegenstand, nee, ich hab nur diese Zeichen darüber. Also dieses, der Kerzenständer mit dem Kreis und das zweimal. Dann habe ich einmal dieses Boot mit der Kugel um drauf. Davon habe ich 1, 2, auch 2. Ja, das hilft mir halt überhaupt nicht weiter. Weil das Ding ist, ich muss das ja drehen und in der richtigen Reihenfolge. Das muss sich irgendwie so, muss so Sinn ergeben, dass die Nummer 1 zum Beispiel das Boot ist, 2 wegen 2 Kerzenständern und der dritte, den ich drehen muss, dass da irgendwie was mit einer 3 steht oder 3 Gegenstände davon da sind. Mein Gott, das ist die Katze. Das ist nicht die Katze. Das war das Boot. Kerze mit. Aber hier haben wir ja gar kein Boot. Vielleicht das Haus oder die Blume? Negativ. Das kann nicht gehen, ich komme sonst nicht raus. Okay, das ist das erste Rätsel und ich muss das halt lösen, damit ich aus dieser Tür rauskomme, ne? Ja, aber ich habe nur diese Kerzenständer, dieses Boot mit dem Kreis oben drauf und dann habe ich noch so 2 Einzelne. Was ist denn 2 Einzelne? Das eine Einzelne sieht aus wie so wie ein S und daneben sind 4 Striche. Einfach nur Querstriche. Ja, das habe ich auch. Ja, das habe ich einmal. Dann habe ich zweimal das Boot, zweimal den Kerzenständer und einmal dieses fette Strichmännchen. So, ab dem ersten habe ich nämlich hier das Boot mit dem Kreis oben, denn den Kerzenständer habe ich hier aber auch und habe ich hier das S. Ne, hier habe ich den Kerzenständer. Beim Boot 2, Kerzenständer 2. Was hattest du noch? Das Strichmännchen, das fette und dieses S. Ich habe kein Strichmännchen. Funktioniert nicht. Aber sonst habe ich nichts. Das fette Strichmännchen, ist das eine Schildkröte? Das ist eine Schildkröte. Ist da ein Kreuz drin? Nee. Ja. Okay, es hat geklappt. Schildkröte. Okay, ich hab hier so eine Art Altar mit einem Buch. Und in dem Buch sind Kerzen mit Nummern drauf. Jetzt war so, warte mal kurz. Ich bin hier auch. Ich hab ein Buch. I've never been as happy in my life. Irgendwie ist ich jetzt scheiße. Happy in my life. Okay. Das Ding ist, ich habe hier so ein Buch und da steht das auf Englisch drin. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft. Ich gucke mich mal eben erstmal um. Oh, das ist doch irgendwie was. Ich habe hier so einen Satanistenstern. Und was hast du? Was? Wo
Wo, im Buch meinst du? Nee, hast du irgendwie ein Rätsel zu lösen oder so? Das weiß ich nicht. Aber hier sind ganz viele Türen. Ich habe ganz viele versperrte Türen. Und dieses Buch. Und dann habe ich, vor dem Buch ist so ein Altar, links davon ist eine rote Flagge und rechts ist eine blaue Flagge. Ja, das habe ich auch. Und in der Mitte kann ich Kerzen anzünden, aber ich muss die wohl in der richtigen Reihenfolge anzünden. Ja, okay, gut, das weiß ich. Dann kann ich dir sagen, welche Reihenfolge. Ach, klasse. Die erste ist die links oben. Ich befinde mich in einem Kreis. Ja, links oben, wenn du da vor, wenn du da vor dem Altar stehst, links oben quasi. Welche Uhrzeit ist das? Warte, ich muss mal in Ruhe schauen. Was ist denn vor dem Altar? Das ist der Altar, ne? Ich würde sagen, das ist 10 Uhr. Ist die erste Kerze? Ja. Ja, 10 Uhr ist die erste Kerze, 2 Uhr die zweite. Ja. 5 Uhr die dritte. 5 Uhr. Ja. Und der zweiten, ja. Und dann? 6 Uhr die vierte. Aha. 12 Uhr die fünfte. Ja. Und was ist das jetzt hier? Ich denke mal 7 Uhr. 7 Uhr die letzte. Okay, hier leuchten Sachen. Also einmal auf meinem roten Banner. Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Also auf meiner blauen Flagge leuchtet so ein Strich, was aussieht wie ein Bett. Einfach so ein waagerechter Strich mit einer Zacke nach oben, nach unten. Und auf meiner roten Flagge leuchtet jetzt so ein durchgestrichenes Kreuz, aber ich kann auch selber welche auswählen, glaube ich. Oh, wait. Mach mal auf deiner roten. Das ist unten so ein Kreis mit einem X drin. Dann geht es nach oben. Dann ist links ein C, rechts ein C. Dann geht es halt nach oben. Dann sieht es aus wie so ein Kerzenständer. Warte mal, als erstes, welches Symbol kommt als erstes? Beim roten Banner ist unten ein Kreis mit einem X drin. Ja, das leuchtet schon. Das leuchtet, ja. Und was hat das Symbol dann? Es geht hoch, dann geht es nach links, wird zu so einem C, nach rechts wird es auch zu einem C und dann geht es weiter nach oben. Oben wird es zu einem C. Warte mal kurz, das macht keinen Sinn. Weil ich kann ausschließlich entweder ein Symbol anklicken, was auf diesem durchgestrichenen Kreis ist. Ein Pfeil nach oben mit einem Dächlein und noch einer Wagenrechte drüber. Oder eins, was nach oben geht und dann ein C, das nach wie ein Hufeisen ist. Oder ein C und dann mit einem Sternchen drinne. Dann kommt U. Das hier? Das hier? Das hier? Nein. Ja, das. Das? Okay, ich glaube nicht, dass es das Symbol ist, oder? Ja, wir müssen das Blaue auch noch machen. Ja, das Ding ist, das Rote ist noch nicht so ganz. Und dann welches? Hufeisen rechts, die Dinger. Also. Kreis mit dem X drin, hoch zu einer waagerechten, links zwei Hufeisen, links ein Hufeisen, rechts ein Hufeisen, hoch, dann kommt ein Dach, über dem Dach ist eine waagerechte, von der waagerechten geht es weiter nach oben zu einem U und auf dem U ist jeweils ein Kreis drauf. Könnte das sein? Oh, hat dieses U mit den Kreisen, hat es so einen Penis noch mit drin, ne? Ja, so ein Tipp, das hat noch einen Schwanz, ja. Das ist das. Okay, dann sagen wir jetzt das Blaue. Okay, Sekunde. Ja,
wir gehen heute nicht in Titty Twister. Das könnte ein bisschen anstrengender werden. Oh, also das Blaue ist ein Angelhaken mit einem Kreis dran. Dann kommt eine Waagerechte, aber die Waagerechte hat einmal so einen Knick nach oben links und einmal nach unten rechts. Dann kommt ein U mit Dreiecken drauf und dann hat es aber auch wieder einen Penis und einen Kreis. Okay, hab ich. Aber irgendwie passiert hier, glaube ich, nichts. Die Tür ist zu. Next game. Leuchtet bei dir beides noch? Ja, ja, beide leuchten. Sonst soll ich dir mal die Symbole schicken, die ich dir, die ich gemacht habe? Ja, seit aber WhatsApp. Also. Selfie. Okay, nein, wir dürfen nicht WhatsApp schicken. Ja, warum nicht? Habe ich schon? Habe ich schon gemacht? Warum? Schick's mir nicht. Irgendwas davon muss ja. Irgendwas muss falsch sein, weil sonst wäre die Tür offen. WhatsApp ist illegal. Ja, gut. Sehr gut. Ist das links? Warte mal. Ja, dann haben wir das Blaue falsch gemacht, denke ich mal. Ist das links unten das und das? Also ich erkläre das Blaue nochmal, okay? Ja, erkläre das Blaue. Unten beim Anfang, also beim da wo der Fisch normalerweise dran ist, ist ein Kreis. Ja. Haken weiter hoch, zu einer waagerechten. Die linke Seite davon, die waagerechte, geht nach rechts, nach links oben, so ein kleiner Strich, und auf der rechten Seite nach rechts unten. Oben zu einem U mit Dreiecken drauf, die nach oben gehen, und auf dem Schwanz ist oben ein Kreis drauf. Ja, und es sieht aus wie so ein kleiner Teufel, der einen Spagat macht oder springt, und seine Hände sind Dreiecke und er hat einen Schwanz mit einem kleinen Pokéball hinten dran. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Beschreibung. Dann ist das Rote falsch. Nein, das Rote ist nicht falsch. Da habe ich schon auf WhatsApp geschaut. Habe ich das jetzt abgeändert? Ich habe das jetzt abgeändert. Ja, aber irgendwas muss ja hier falsch sein. Wait, vielleicht müssen wir das verkehrt rum machen. Nee, das geht nicht verkehrt rum. Ich kann ja nur gewisse Dinger hier anklicken. Okay. Musst du irgendwas machen? Was steht denn in deinem Buch drin? Also was ist das Symbol in deinem Buch? Bei mir stehen nur, sind nur, ist nur eine Schrift. Okay, ja, die Symbole sind auf jeden Fall richtig, da muss doch irgendwas anderes sein. Ja, ist irgend so eine Liebeshommage in dem Buch. Ja, das stand bei mir auch. Digga, ich verzweifle. Jetzt schon! Ich hab ne Tür! Ja, kann er was machen? Ich hab irgendwas gesagt. Ja, kannst du da durchgehen? Sekunde. Ich hab ne Tür gefunden, die ging auf. Und da konnte ich einen Hebel hochziehen und hier ist ein Buch vor mir. Aber in dem Buch ist nur der Altar zu sehen. Aber ich glaube, der Hebel hat nichts bewirkt. Ist vielleicht bei dir auch irgendwo eine Tür, die du jetzt aufmachen kannst, die davor zu war, wo du auch einen Hebel aufmachen kannst? Nee, ich habe eine einzige Tür und die ist verschlossen. Überfragt. Guck mal, 42. Digga, aber was hast du mit diesem. Ich hab hier so einen riesigen Satanstern hier. Irgendwas.
Muss man doch eigentlich noch. Ja, das ist richtig. Wir haben nichts falsch gemacht. Hast du sonst? Du meinst doch, du hast noch mehr Türen. Ich habe WhatsApp jetzt geschlossen für die Fairness. Ich hab zwei Türen. Die eine war verschlossen, dann haben wir das Altarrätsel gelöst. Dadurch, dass wir es gelöst haben, ging die eine Tür jetzt hier auf und ich konnte einen Hebel nach oben machen. Der ist jetzt oben. Aber noch nicht auf. Ich komm nicht raus! Hey Chat, helft mal! Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist richtig. Er konnte die Tür aufmachen. Aber ich komme nicht raus. Warum komme ich nicht raus? Hast du vielleicht noch mehr Symbole gefunden, die wir damit machen könnten? Weil ich kann die ja immer noch zurückziehen. Ich muss glaube ich, Kerzen anmachen. Kerzen neu anzünden oder so? Nee, das glaube ich nicht. Weißt du, wie du die Kerzen anmachen musst? Ich finde die Kerzen nicht. Auch gut. Muss ich vielleicht die Kerzen neu anmachen? Vielleicht musst du die Kerze jetzt nochmal anmachen, ja. Nee, ich kann sie nicht neu anmachen, sie gehen nicht mehr aus. Sind die bei dir ausgegangen? Nee, die sind an, die gehen nicht mehr aus. Oh. Ja, ist ja super. Aber ich hab bei mir, hier steht ja der Altar muss leuchten, aber ich habe bei mir keine Kerzen. Jemand sagt, bei dem Banner ist das falsch, wenn es richtig ist, kommt ein neues Rätsel. Wir haben einen Fehler beim blauen Schreiben, die bei mir, aber das kann nicht sein. Warte mal. Oh ja, beim Blauen ist was falsch. Was war da falsch? Beim Blauen darf in dem Kreis darf kein Punkt drin sein. Hm. Bei dem Kopf von dem Satan. Die Bude hat angefangen zu brennen, als ich es richtig gemacht habe. Ja, jetzt hört die Tür aber immer noch zu. Digga, die sind übersteuert. Jetzt hab ich ganz viele Symbole in meinem Altar. Mein Satanistenstern brennt. Oh, ja, ich kann hier Symbole anklicken im Satanistenstern. Ja, ich muss mal kurz nochmal schauen gehen. Aber die sind ja jetzt ganz schlecht zu erkennen, ey. Doch nicht. Kann okay, ich bei mir im Altar sind jetzt. Ich bin jetzt in einem Kreis von ganz vielen Symbolen im Altar. Ja, hier leuchtet auch eins. So ein Kreuz mit zwei Karos links und rechts. Ja. Ich hab's angeklickt und dann gab's ein ganz lautes Geräusch. Ich sehe das Symbol, ja, aber ich kann damit nichts machen. Kannst du irgendwie die Reihenfolge mir sagen? Wollte ich davon sagen, ja. Also haben die Symbole eine Reihenfolge? Ja. Ja, die brauche ich halt. Soll ich bei 12 Uhr anfangen und dann auf 1, 2, 3 und immer weiter? Fangen wir am besten mit dem ersten an. Ja, was ist denn das erste? Das erste ist 12. Ja, dann nehmen wir 12. Ganz oben. Okay. Ganz oben ist so eine. Sieht aus wie Flügel und darunter ist Harry Potter Narbe. Ja, das habe ich angeklickt, ja. Daneben ist eine Sand, so wie so eine Sanduhr, wenn man sich richtig hinstellt. Ja. Daneben ist ein X, wo ein Strich in der Mitte dazwischen ist. Das ist meine Reihenfolge, das kann nicht stimmen. Ja. Ja.
daneben ist ein Strich und da sind zwei Dreiecke dran in der Mitte. Ja. Daneben. Oh Gott, wie soll ich das erklären? Ne. Zwei M's. Zwei M's, genau. Das Ding ist, Kian, ich darf dich kurz unterbrechen. Das ist genau meine Reihenfolge auch. Das ist genau mein Kreis. Also von 12, 1, 2 war es bis jetzt genau die gleiche Reihenfolge. Herr Warnecke, okay. Danke dir. Also irgendwie kann das nicht hinhauen, glaube ich. Ist bei der Harry Potter-Narbe links daneben ein Fisch? Ja. Okay, und dann kommt ein X mit vier Ecken, ne? Ja, richtig. Okay, verdammte Scheiße, war alles umsonst. Gleiche Reihenfolge. Das Ding ist, ich kann halt diese Symbole anklicken und dann entsteht so ein Feuerkreis. Aber ich glaube, ich muss die in der richtigen Reihenfolge machen. Okay, vielleicht muss ich nochmal schauen. Ja, vielleicht musst du das so klicken, wie die Kerzen am Anfang auch waren. Weißt du, was ich meine? Aber ich sehe gerade, ich kann nur nebeneinander liegende anklicken. Ja, das geht eigentlich nicht. Okay, versuch mal das so zu machen. Klick als erstes mal den Fisch an. Ja. Danach die Sanduhr. Wo ist denn die Sanduhr? Warte, ich finde sie gleich. Die kann ich nicht anklicken. Das ist der einzige Stein, den ich nicht anklicken kann. Ja, das ist blöd. Ich kann irgendwie nur die drei gegenüberliegenden und die beiden daneben anklicken. Und das ist immer so. Ich kann immer nur drei nebeneinander anklicken und dann ist einer dazwischen Pause und dann die drei gegenüberliegenden. Weil das ist bei mir die einzige Verbindung, die fehlt bei dem Dings, bei dem komischen Zeichen. Harry Potter Name und der Amboss. Was denn ein Amboss? Und wie ist das bei dir aufgezeigt? Wie sieht das bei dir aus? Bei mir sind alle Symbole miteinander verbunden mit einer Blutlinie oder mit einem Strich. Nur zwei nicht. Und die beiden habe ich dir gerade gesagt. Die Harry Potter Narbe und der andere. Das ist dieser Amboss, der neben diesem X mit den zwei Vierecken ist. Links da drunter quasi. Und die Harry Potter Narbe. Das ist ein Fisch. Ist das ein Amboss? Was ist denn ein Amboss? Ich weiß nicht, was ein Amboss ist. Ja, was? Ich weiß nicht, was ein Amboss ist. Ganz unten ist ja diese 2x. 2x. Ah, ja. Oh, warte, ich habe die verbunden miteinander. Ist was passiert? X, ja. Ist was passiert? Nein. Hm. Also jetzt ist auf jeden Fall so ein Querstreifen durch. Was ist das passiert? Bitte? Oh, warte mal. Mit was ist zum Beispiel dein Auge, was so einen Strich durch hat? Mit was ist das verbunden? Mit dem Harry Potter Symbol auch und mit dem daneben. Rechts daneben. Ja, ich bin hier gerade am struggeln, einen Stern zu machen. Nee.
Musst du am Stall den Stern zu machen? Nee, weiß ich nicht. Also ich muss die ja irgendwie miteinander verbinden. Diese Blutlinie, die du hast, muss ich hier drauf verbinden, auf diesen Muster, das ich habe. Okay, fang an mit Amboss, dann links rüber zu dem X mit den Vierecken. Zu dem kann ich gerade nicht. Wo fängt man denn an? Wo soll ich denn anfangen? Das ist auch gar kein Amboss, ne? Doch, das ist Amboss. Ja, das ist, glaube ich, egal. Das ist egal. Ja, aber dann musst du den Amboss mit den scheiß X mit den Vierecken. Das geht aber nicht. Okay, dann fangen wir mit dem Harry Potter an. Zu dem Auge. Hab ich? Vom Auge zum X mit dem Strich dazwischen, der rechts daneben. Ja. Dann zur Sanduhr. Ja. Dann zum Doppel-X. Scheiße, scheiße, warte. Ich hab's falsch gemacht. Warte. Okay, ich sag's jetzt alles auf einmal, ja? Du musst schnell sein. Doppel-X. Okay, los, weiter. Doppel-X, ja? Fisch. Ja. Neben dem Fisch das X mit den zwei Vierecken. Ja. Und dann der Amboss. Scheiße, den habe ich doch schon angeklickt. Ist das ein Amboss? Ja. Aha. Was passiert? Der schreit. Hallo? Ja, bei mir kam was, aber die Tür ist immer noch zu. Oh, meine ist auf. Meine ist auf. Achso. Warte, ich habe hier ein Buch und ein... Oh, ich habe keinen Bock, das zu lesen. Kann ich auch gar nicht lesen. Ich habe gerade einen Schalter hochgemacht. Ein Schalter? Ja. Ah, bei mir hat sich eine Tür geöffnet. Und hinter mir verschlossen. Ich bin jetzt vor einem Grab. Das ist deins. Hier möchte ich drin liegen, mega nice. Ich habe hier so ein Kreuz, vielleicht hilft dir das. Da sind geometrische Figuren drauf. Jetzt wird stressig. Hör mal auf, ich habe nur noch zwei Kippen. Hilft mir absolut gar nicht. Perfekt. Bei mir löst sich die Treppe und da unter ist Lava. Kilian! Du musst das Ding aufmachen. Ich hab hier, okay, was erzähl dir, was ich hab. Ich hab hier so Art Feuerschalen und überall sind Kisten drauf mit verschiedenen Symbolen. Ja. Von diesen Kisten muss, glaube ich, aufs Grab drauf gemacht werden, sonst bringe ich dich um. Und es sind verschiedene Formen, wie du gesagt hast. Welche Form siehst du? Ich sehe ein 5, 6, das ist so ein 5-Eck, 2 5-Ecken, ein 4-Eck, 2 3-Ecken und ein Kreis oder ein Kompass oder so. Und die sind als Kreuz angerichtet. Okay, und die Treppe geht weg. Also ich habe hier, wie gesagt, ich habe alles, was du gesagt hast, habe ich, glaube ich, auch hier. Okay, und die Treppe ist gleich weg. Ich habe verschiedene Felder. Dreiecke, Vierecke, Fünfecke. Die Dreiecke, die Spitzen müssen zueinander zeigen. Ja. Ich habe 5 Treppen, ich sterbe. Wir machen gleich nochmal in Ruhe. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We've gone a long way! Wie drück ich jetzt hier Retry? Spiel. Herr, jetzt war ich wieder rausgeflogen.
Schiff hinten. Hä, what the fuck? Hä? Was ist jetzt passiert? Kian, irgendwie, ich bin rausgeflogen. Ich glaube, ich habe Quit gedrückt. Nice. Kann man aber vom Checkpoint starten? Weiß nicht, weil wir haben jetzt. Ich finde den Raum ja auch nicht mehr. Ich auch nicht. Wollen wir Phasmophobia spielen? Nee, das ist langweilig. Ich glaube, wir müssen sonst neu anfangen, ne? Aber wir. Ja, scheiße. Drecksgame. Warte, nee, warte mal. Das Treppenhaus. Nee, ich kann hier einstellen. Achso, okay, gut. Ja, dann. Ist dasselbe wie gerade eben schon. Okay. Ja, hast du Raum offen? Ja. Ich finde dich nicht. Ach, hier, Joanne. Saugstrobe. Wieder das gleiche Passwort? Auch Saugstrobe. Okay. Das Treppenhaus. Rein. Okay, okay. Bitte klicken Sie auf bereit, der Herr. Du bist aus dem Raum raus? Nee, du, ich hab dich, glaube ich, aus dem rausgekickt. Hallo? Ich hab dich, glaube ich, aus dem rausgekickt. Mach einen 9-9. Da steht Spiele anstoßen. Ich dachte, es wäre sowas wie Grusche im Schülerhaus. Jetzt möchte ich doppelt. Ja, nee, tu's nicht. Ist deine Psychose. Warum ich bin im Ladescreen. Was? Hä? Hilfe, Hilfe! Kannst du dich bitte Skorpion? Bitte? Kannst du dich bitte Skorpion? Ja, hab ich. Aber ich kann hier nicht. Guck mal, ich bin jetzt hier im Altar, aber mir passiert nichts. Ich muss das Spiel, glaube ich, neu starten. Hat's jetzt was? Ich hab dich nochmal rausgeworfen. Klappt jetzt? Ja, aber jetzt habe ich die Taste und nicht mehr weg. Warte mal. Jetzt. Das war dein falscher Entscheidung. Ready. Du kleiner Sportsfrau. Kannst du starten? Ja, das geht. Das Spiel startet in einer Sekunde. Achso, okay. Ich finde, ey, zwei komplette Idioten in diesem Drecksgame. So, okay, die Treppe geht jetzt gleich weg, wenn ich den Pfeil nach oben mache, okay? Ich habe die Dinge jetzt nach oben gemacht, jetzt sage ich dir schnell, was ich sehe, okay? Kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Es sind jetzt neue Symbole. Geh jetzt rein, okay? Mhm. Ja. Soll ich dir schon sagen, was ich sehe? Ja, natürlich. Zwei Fünfecke in der Mitte. Und das ist als Kreuz als Jesuskreuz angerichtet. Ein Dreieck oben, das mit der Spitze nach oben zeigt. Was ist ganz unten bei dem Kreuz? Der Kompass. Der ist nach Osten gerichtet. Nach Osten gerichtet der Kompass. Nicht ohne Seife waschen, nicht ohne. Da. Ich finde, bei mir haben die Kompasse. Aber was ist auf dem Kompass oben drauf? Was ist das? Was ist die Zahl oben drauf? Da ist keine Zahl. Die ist einfach. Der ist einfach. Das ist einfach ein Kompass, der das untere vom Kreuz ist. Ja, was kommt da drüber? Ein Fünfeck. Da über kommt noch ein Fünfeck. Irgendwas ist passiert. Ah, die Treppen gehen schneller! Fiat! Ja, du hast ein Fünfeck. Das war falsch. Ein Fünfeck mit der Spitze nach unten Richtung Kompass gerichtet. Ach so, ja, das ist gut zu wissen. Fiat! 999, Kashi. Ich sterbe, er ist viel zu langsam, das klappt nicht.
Okay, und ich habe 4 Treppen. Du dumme Sau, dumme Sau, du dumme Sau! Geht's dir gut? Ich sterbe. Kilian. Ja. Ich musste, glaube ich, sagen, wie die Dinger angerichtet sind. Ja, aber bei mir sind es. Bei mir kann ich diese Kisten drehen. Bei mir gibt es gar keinen Sinn, was du sagst. Ja, die müssen in der richtigen. Also die Spitze zum Beispiel. Naja. Okay, pass auf, bevor ich das umlege, sag ich dir jetzt schon mal, was ich auf dem Kreuz sehe vielleicht. Kilian. Auf was für ein Kreuz? Das ergibt für mich gar keinen Sinn, was du sagst. Okay, pass auf. Bei mir ist an der Wand ein Jesuskreuz, okay? Er soll einen Zettel umholen, sagt einer. Oder mach Paint auf oder so. Also, ich sag, ich hab Würfel. Jede Würfel hat jede Zahl drauf, glaube ich. Jede Zahl? Was für eine Zahl? Was für eine Zahl? Ja, naja, die Ecken. Es gibt Dreieck, Viereck und so weiter und so fort. Da sind Schrauben drauf. Da geht es jetzt immer nach oben. Guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel hier. Also ich erkläre dir kurz, was ich sehe. Das ist ein Kreuz und drauf sind halt Symbole. Und die sind so ein Kasten. Wie so ein Memory. Mein Kreuz könnte man zu einem Würfel falten, oder? Das Kreuz könnte man zu einem Würfel falten, tatsächlich, ja. Okay, dann, ja. Dann kann ich dir gleich behilflich sein. Okay, das ist gut. Ich sag dir jetzt schon mal grob, was es ist, ja? Auf der unteren Seite ist ein Dreieck. Dann kommt auf der unteren, wenn du dieses Kreuz faltest, die lange Seite, die untere Seite vom Kreuz, also ist dann ein Kompass und dann klappst du den Deckel nach oben, das ist auch ein Dreieck. Und die andere Seite ist ein Fünfeck. So, und dann hat die eine Seite ein Viereck und die gegenüberliegende Seite ein Fünfeck. Also die gegenüberliegenden Seiten ist Kompass, Fünfeck, Viereck, Fünfeck und Dreieck, Dreieck. Könnten Sie das gleich mal wiederholen, wenn ich Paint geöffnet habe? Ich schalte den Schalter. Ich komme nicht an den Schalter, weil die Treppe schon weg ist. Stellt sich heraus, dass, Kian? Ja. Stellt sich heraus, dass wenn ich oben zum Kreuz laufe ohne Schalter und dass die Treppe dann schon wegfällt. Okay, gut. Aber jetzt wissen wir, es ist ein Würfel und ich sag. Schopper, Miller, Schopper. Kann ich auch rhetorisch einfach mal eine Bombe geben? Ich bin live, ne? Die Bombe ist so schnell, bist du dumm? Ich habe ja von Armsleeve an bei dem Rätsel-Game, was bescheuert ich bin. Ja, wir reden auch nur in-game. Wie anstrengend mit was? Ja, aber das müssen wir machen. Das ist der Sinn des Spiels. Mein Stream Manager. Was?
sind Doc. Was denn? Was willst du von mir? Nee, oder? Du hast gesagt blau oder Dings? Du hast gesagt blau, das ist blau. Forever. Das ist aber rot. Doch. Joanne, ich habe gerade 14 Euro. Wie denn? Ach, Digga, ist nicht dein Ernst jetzt. Team Support. We were here together. Wo denn? Ich hab's aus Versehen gekauft. Entschuldigung, ich vermute tatsächlich. Das ist Travis. Digga, ich hab das ganze Stream noch mute gemacht. Was ist das denn? Ja toll, und jetzt, wann krieg ich das zurück? Jetzt kriegst du das Geld zurück. Dann krieg ich das sofort zurück? Das kriegst du sofort zurück. Oder irgendwie ja, in den nächsten Stunden. Ja, okay, aber das war mein Fehler. Sorry, ich habe auf dem Icon geguckt und nicht auf das Dings, das Rote, das We Were Here Forever. Das muss ich mir jetzt kaufen. Ja. Ach, das kann doch alles ja nicht sein mit dir. Mach wieder Mühe. Für 18 Euro das. Kostet es 18 Euro? Krass. Ja, aber ich will nur sicher gehen, dass ich mir jetzt richtig gespielt jetzt kaufe. Was soll ich in den Stream? Willst du mir das kurz sagen? We were here forever. Und dann so ein rotes Rot, Dingens. Wo einer so hochgezogen wird. Ja. Okay. Das bin ich. So hochgezogen am Arm, gell? Ja. Ja. Das kann nicht sein. Die erste Psychose des Abends, let's go. Immer Steuer. Nein, er hat es ja aus Versehen gekauft. Ah, jetzt habe ich das Falsche gestartet, auch noch, weil das rote Emblem hat. Okay, das war auch viel zu über. Wir hätten das erstmal ganz in Ruhe machen müssen. Warte mal. Was hast du denn jetzt gestartet? Das Falsche. Nice. Uns andere erstmal runterladen. 22 GB, ey. Ich habe schon refunded, Isa. Warte mal, habe ich jetzt We Were Here Forever und We Were Here 2? Nicht, dass ich jetzt das spiele, was ich schon mit Gary Young gespielt habe. Wehe, du hast jetzt wieder. Ey, da rast dich aus. Joanne. Das ist heute. Nein, jetzt kann ich nicht ernst sein. Ist dein Ernst? Ich habe 40 Euro ausgegeben, Joanne. Das ist das Falsche. Nein, das ist nicht, oder? Doch, es ist We Were Here Too. Ah. Das muss ich jetzt auch zurückgeben. Ja. Das andere ist auch günstiger. Nein, aber ich spiele heute kein Valorant. Ich kann das alles nicht mehr. Kian, hast du gerade einen Nervenzusammenbruch? Ja, ich glaube schon. Das Ding, es gibt 4 Teile. Ich kaufe jetzt nicht noch eins. Warte, dann hol ich. We Were Here Forever habe ich. Du hattest ja das andere Together, aber ich krieg das so schnell runtergeladen. Ich habe beide jetzt zurückgegeben. Ich kann weder noch spielen jetzt. Ich hole mir jetzt auch nicht nochmal. Gut, was machen wir?
Also ich hab, wir können, also ja. Kaufzahlen bei der, bei den Stonks. Also ich hab We Were Here 2 drauf, aber das Ding ist, We Were Here Forever habe ich schon angefangen zu spielen mit Garyan, 5 Stunden. Das ist mir jetzt schon zu viel, bei Gott. Kian stimmt auch rein einfach in den Stream. Das kann ich so schnell nicht. Ich muss jetzt erstmal alles. Okay. Der Typ macht schon. So. Oh Gott, was denn mit meinem PayPal-Passwort? Alter Falter. Such a pretty face. Chat, ich bin gleich für euch da. Hey Chor, ich bin nicht dein E-Girl, Junge. Ich lutsch keine Schwänze. Oh yeah. Okay, Kian, du müsstest jetzt eigentlich in dieser Sekunde eine Nachricht kriegen auf Steam. Hast du? Die ist mute. Mute. Achso, ich bin wieder mute. Ja. Hast du eine Nachricht bekommen von Steam? Ja, ich lade jetzt gerade runter und ich bin auch gleich fertig. Ist das falscher Spaß? Dann will ich auf. Das geht, Jolene. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Das Team braucht nicht so lange. Ich glaube, bis spätestens morgens ist das Geld wieder drauf.
Ja, ich hoffe es doch. 40 Euro. Einmal in den Sand gesetzt. Nee, du kriegst ja zurück. Ja, wer weiß. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Sag Bescheid, wenn ich geladen bin. Ist gleich fertig. Bist du schon fertig? Ja. Digga, was hast du für eine Leitung? Bist du dumm? 500.000. Das eine Spiel hat bei mir irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert oder so. So. Dann starte ich das Spiel. Was ist denn jetzt hier noch ein aktiver Download? Nein, ich will es nicht. Nein. Ich will auf zu downloaden. Ja, ich hab's zu scharf gegessen heute. Oh. Okay, ich muss jetzt mal wieder erstmal 10 einstellen, weil ich habe jetzt zwei verschiedene Games hinzugefügt, die alle nicht richtig waren. Nice. So. Aber guck mal, ne? Chris verlässt auch direkt die Gruppe, wenn wir weg sind. Süß. Du musst gleich unbedingt die Musik leiser machen. Die Soundeffekte würde ich tatsächlich so lassen. Ja, habe ich. Find Match. Ah ne, lad mich einfach ein. Ich bin soweit. Ich habe alles eingestellt. Achso, nee. Join Create Room. Sieht ja auch ziemlich frisch aus, das Spiel tatsächlich. Ja, das ist der zweite Teil. Ne, ich glaube, den zweiten Teil habe ich runtergeladen. Vielleicht auch den ersten, aber vielleicht auch den siebten, keine Ahnung. Was ist Play with a Friend? Ja, das kann ich auch lesen. Create Room. Das lasse ich so. Ob du da einfach joinen kannst. Und der Passwort. Bist du dumm? Was ist das? Create Room. Okay, du kannst jetzt... Play for a Piece. Du kannst jetzt in eine Gruppe, wie heißt das? In einem Raum rein? In einen Raum rein? Ja, die Gruppe... Find Match? Ja. Join Random? Nee, nicht Join... Du musst einen Raum. Join Random Room. Server Browser. Und dann, der Raum heißt Saugstrobe. Und das Passwort ist Saugstrobe. Klein geschrieben? Ja, könnte sein. Entweder groß, Passwort habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich könnte auch groß sein. Der Anfang ist schon. Bin ich drin? Ja. Ach du Scheiße. Ach so! Hallo! Hallo! Kilian! Nam 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 nam! Alter, ist ja gar nicht übersteuert. Wow, okay. Play from start, are you ready? Bitte, du bist der Lord, Alter. Let's go. Der Drachenlord. Wo ist mein Chat, Alter? Zum Thema möchte ich mich nicht im Stream äußern, weil das Tür ist, das danke. Ach so. Welcher Stream? Hä? Hör ich dich jetzt im Discord oder im Spiel? Nee, im Spiel, glaube ich. Das ist okay, gut. Chat hört sie auch? Ja, okay. Einer schreit dir gerade, hallo, ich bin Tim, 14 Jahre und möchte gerne dein großes Loch sehen. Darf ich das? Was ist denn los, Großer? Digga, ist ein Mod hier? Thank you.
Alter, HD-Qualität. Hast du geskippt? Okay, ich höre Kian, ich höre dich gerade nicht im Game. Digga, hat's Kian geskippt? Nee, ne? Ich hab, We were here too. Hätten wir auch das Neue spielen können, wenn Kian so schnell ist. Machen wir die Mumin. Machen wir die Mumin. Gut, ist gar nicht übersteuert. Warte, ich gucke kurz mal Einstellungen. Kann ich irgendwie Gameplay? Warte mal. Maus, nein, Language German bitte. Und dann würde ich gerne... Besser? Ja. Das freut mich. Okay, was muss ich tun? Also wir müssen jetzt, wir sind ja getrennt, wir müssen einen Weg finden anscheinend wieder zusammenzukommen. So wie im echten Leben. Over! Ich habe hier ein Rätsel, Kian. Was? Hast du dich schon bewegt? Ja. Und was siehst du so? Das sind Gräber. Gräber? Ist auf den Gräber was drauf? Statuen, ein Holzfass, ja, das war's. Ich hab hier so ein Dings, so mit Zeichen drauf. Mit Zeichen? Ja, also so, oh, Digga, dieses Geräusch von dem Teil geht mir richtig auf den Sack. Also das Ding ist, ich muss hier drei von diesen Rädern drehen und auf jedem Rad von denen ist wie heißt das? So ein Tresor, wenn du den aufmachst mit so einem Code. Ist eine Zeichen so eine Kerzen, so Kerzenständer, dann einmal so Wind. Ja. Ich habe viele Zeichen. Sag mir mal die Zeichen, die bei dir sind. Also ich habe hier auch so einen Kerzenständer oder sowas in der... Also das, ja, du musst mir die richtige Reihenfolge, denke ich mal, sagen. Okay, bei dem Kerzending muss jetzt die Zahl 2 sein. Ja. Warte mal, hat der oben so runde Dinger oder so mit einer Spitze nach oben, so Vierecke? Ich hab einmal so ein Dreieck oben drauf. Willst du davon welche wissen? Nee, dieser Kerzenständer. Ist das so mit drei Zacken nach oben? Hallo? Oh. Kilian, ist dieser Kerzenständer mit so drei Zacken nach oben? Ja, davon. Ja, und da steht die Nummer 2 drauf, richtig? Nee, ich schätze nicht, aber das sind, davon habe ich 2 hier stehen. Hm, interessant. Und sind oben, wo die Kerzen eigentlich sind, sind das Kugeln, Kreise oder sind das Karos? Kreise. Kreise. Okay, und hast du irgendwie was einzeln stehen, wie so ein Schiff oder eine Schildkröte? Ja, Schiff und oben ein Kreis drauf. Okay, und irgendwas muss dreimal stehen, sowas wie ein Stuhl oder eine Katze? Nee, hab ich nicht. Steht kein Gegenstand dreimal irgendwie. Oh, Scheiße. Gegenstand nicht. Ich habe nur diese Zeichen da drüber. Also dieses, der Kerzenständer mit den Kreisen um ist zweimal. Dann
habe ich einmal dieses Boot mit der Kugel um drauf. Davon habe ich 1, 2, auch 2. Ja, das hilft mir halt überhaupt nicht weiter. Kann ich auch rhetorisch einfach mal eine Bombe geben. Ich bin live, ne? Die Bombe ist so schnell. Bist du dumm? Ich habe ja von Armsleeve an bei dem Rätsel-Game, was bescheuert ich bin. Wir reden auch nur in-game. Wie anscheinend mit was? Ja, aber das müssen wir machen. Das ist ja Sinn des Spiels. Mein Stream Manager. Was? Was ist denn Doc? Was denn? Was willst du von mir? Nee, oder? Du hast gesagt blau oder Dings. Du hast gesagt blau, das ist blau. Forever. Das ist aber rot. Doch. Joanne, ich habe gerade 14 Euro. Wie denn? Ach, Digga, ist nicht dein Ernst jetzt. Steam Support. We were here together. Wo denn? Ich hab's aus Versehen gekauft. Entschuldigung, ich vermute tatsächlich. Das ist Travis. Digga, ich hatte das ganze Stream noch mute gemacht. Was ist das denn? Ja toll, und jetzt, wann krieg ich das zurück? Jetzt kriegst du das Geld zurück. Dann krieg ich das sofort zurück? Das kriegst du sofort zurück. Oder irgendwie ja, in den nächsten Stunden. Ja, okay, aber das war mein Fehler. Sorry, ich habe auf dem Icon geguckt und nicht auf das Dings, das Rote, das We Were Here Forever. Das muss ich mir jetzt kaufen. Ja. Ach, das kann doch alles ja nicht sein mit dir. Mach wieder Mute. Für 18 Euro das. Kostet es 18 Euro? Krass. Ja, aber ich will nur sicher gehen, dass ich mir jetzt richtig gespielt jetzt kaufe. Warte, soll ich in den Stream, willst du mir das kurz sagen? We Were Here Forever. We Were Here Forever und dann so ein rotes Rot, Dingens. Wo einer so hochgezogen halten wird. Ja. Okay. Das bin ich. So hochgezogen am Arm, gell? Ja. Ja. Das kann nicht sein. Die erste Psychose des Abends, let's go. Immer Steuerbürde. Nein, er hat es ja aus Versehen gekauft. Ah, jetzt habe ich das Falsche gestartet, auch noch, weil das rote Emblem hat. Oh. Okay, das war auch viel zu überall. Wir hätten das erstmal ganz in Ruhe machen müssen. Warte mal. Was hast du denn jetzt gestartet? Das Falsche. Nice. Uns andere erstmal runterladen.
22 GB, ey. Ich habe schon refunded, Isa. Warte mal, habe ich jetzt Weaver Here Forever und Weaver Here 2? Nicht, dass ich jetzt das spiele, was ich schon mit Gary Young gespielt habe. Wehe, du hast jetzt wieder... Ey, da rast dich aus. Joanne. Das ist heute. Nein, jetzt kann ich nicht ernst sein. Ist denn ernst? Ich habe 40 Euro ausgegeben, Joanne. Das ist das Falsche. Nein, ist es nicht, oder? Doch, doch, es ist Weaver Here 2. Ah. Das muss ich jetzt auch zurückgeben. Ja. Das andere ist auch günstiger. Nee, na, aber wir spielen heute kein Valorant. Ich kann das alles nicht mehr. Gern, hast du gerade einen Nervenzusammenbruch? Ja, ich glaube schon. Das Ding ist, es gibt 4 Teile. Ich kaufe jetzt nicht noch eins. Warte, dann hol ich. We Were Here Forever habe ich. Du hattest ja das andere Together, aber ich krieg das so schnell runtergeladen. Ich habe beide jetzt zurückgegeben. Ich kann weder noch spielen jetzt. Ich hole mir jetzt auch nicht nochmal. Gut, was machen wir? Also ich habe, wir können, also ja. Kaufzahlen bei den Stongs. Also ich habe We Were Here 2 drauf, aber das Ding ist, We Were Here Forever habe ich schon angefangen zu spielen mit Gary Jan 5 Stunden. Mir jetzt schon zu viel. Bei Gott. Kian stimmt auch rein einfach in den Stream. Das kann ich so schnell nicht. Ich muss also erstmal alles.
Okay. Der Typ macht schon so. Oh Gott, was denn mit meinem PayPal-Passwort? Alter Falter. Such a pretty face. Chat, ich bin gleich für euch da. Hey, Chor, ich bin nicht dein E-Girl, Junge. Ich lutsch keine Schwänze. Oh yeah. Okay, Kia, du müsstest jetzt eigentlich in dieser Sekunde eine Nachricht kriegen auf Steam. Hast du? Die ist mute. Mute. Achso, ich bin wieder mute. Ja. Hast du eine Nachricht bekommen von Steam? Ja, ich lasse jetzt gerade runter und ich bin noch gleich fertig. Ist das falscher Spaß? Dann will ich auf. Das geht, Jeline. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Steam braucht nicht so lange. Ich glaube, bis spätestens morgens das Geld wieder drauf. Ja, ich hoffe es doch. 40 Euro. Einmal in den Sand gesetzt. Nee, du kriegst ja zurück. Ja, wer weiß. Ich glaube, das erst, wenn ich sehe. Sag Bescheid, wenn ich geladen bin. Ist gleich fertig. Bist du schon fertig? Ja. Tika, was hast du für eine Leitung? Bist du dumm? 500.000. Das alte Spiel hat bei mir irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert oder so. So. Dann starte ich das Spiel. Was ist denn jetzt hier noch ein aktiver Download? Nein, ich will es nicht, nein. Ich will auf zu downloaden. Ja, ich hab's zu scharf gegessen heute. Okay, ich muss jetzt mal wieder Eis meine 10 einstellen, weil ich habe jetzt zwei verschiedene Games hinzugefügt, die alle nicht richtig waren. So. Aber guck mal, ne? Chris verlässt auch direkt die Gruppe, wenn wir weg sind. Süß. Du musst gleich unbedingt die Musik leiser machen. Die Soundeffekte würde ich tatsächlich so lassen. Ja, habe ich. Find Match. Ah ne, Lampenkämpfer nee. Ein. Ich bin soweit. Ich habe alles eingestellt. So, nee. Join Create Room. Sieht ja auch so ziemlich frisch aus, das Spiel tatsächlich. Ja, das ist der zweite Teil. Nee, ich glaube, den zweiten Teil habe ich runtergeladen. Vielleicht auch den ersten, aber vielleicht auch den siebten, keine Ahnung. Was ist Play with a Friend? Ja, das kann ich auch lesen. Create Room. Das lasse ich so. Ob du da einfach joinen kannst. Und der Passwort. Bist du dumm? Was ist das? Create Room. Okay, du kannst jetzt... Play von Pisen. Du kannst jetzt in eine Gruppe, wie heißt das? In einem Raum rein? In einen Raum rein? Ja, die Gruppe. Match? Ja. Join random? Nee, nicht join. Du musst einen Raum finden. Join Room. Server Browser. Und dann der Raum heißt Saugstrobel. Und das Passwort ist Saugstrobel.
klein geschrieben. Ja, könnte sein. Entweder groß, Passwort habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich könnte auch groß sein. Der Anfangsbuchstabe. Bin ich drin? Ja. Ach du Scheiße. Ach so! Hallo! Hallo! Kilian! Nam 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 nam! Alter, ist ja gar nicht übersteuert! Wow, okay. Play from Star, everybody! Bitte, du bist der Lord, Alter, let's go. Der Drachenlord. Was ist mein Chat, Alter? Zum Thema möchte ich mich nicht im Stream äußern, weil das Tür ist, das danke. Ach so. Welcher Stream? Hä? Hör ich dich jetzt im Discord oder im Spiel? Nee, im Spiel, glaube ich. Achso, okay, gut. Chat, hört ihr sie auch? Ja, okay. Einer schreibt dir gerade, hallo, ich bin Tim, 14 Jahre und möchte gerne dein großes Loch sehen. Darf ich das? Was ist denn los, Großer? Digga, ist ein Mod hier? Alter, HD-Qualität. Hast du geskippt? Okay, ich höre Kick. Okay, ich höre dich gerade nicht im Game. Digga, hat's Kegen geskippt? Nee, ne? Ich hab, We were here too. Hätten wir auch das neue spielen können, wenn Kegen so schnell ist. Machen wir die Mumien. Gut, ist gar nicht übersteuert. Warte, ich gucke kurz mal Einstellungen. Kann ich irgendwie Gameplay? Warte mal. Maus, nein, Language German bitte. Und dann würde ich gerne... Besser? Ja. Das freut mich. Okay, was muss ich tun? Also wir müssen jetzt, wir sind ja getrennt, wir müssen einen Weg finden anscheinend wieder zusammenzukommen. So wie im echten Leben. Over! Ich habe hier ein Rätsel, Kian. Was? Hast du dich schon bewegt? Ja. Und was siehst du so? Gräber. Gräber? Ist auf den Gräber was drauf? Statuen, ein Holzfass, ja, das war's. Ich hab hier so ein Dings, so mit Zeichen drauf. Mit Zeichen? Ja, also so, oh, Digga, dieses Geräusch von dem Teil geht mir richtig auf den Sack. Also das Ding ist, ich muss hier drei von diesen Rädern drehen und auf jedem Rad von denen ist wie heißt das? So ein Tresor, wenn du den aufmachst mit so einem Code. Ist eine Zeichen so eine Kerzen, so Kerzenständer, dann einmal so Wind. Ja. Ich habe viele Zeichen. Sag über die Zeichen, die bei dir sind. Also ich habe hier auch so einen Kerzenständer oder sowas in der... Also das... Ja, du musst mir die richtige Reihenfolge, denke ich mal, sagen. Okay, bei dem Kerzending müsste es die Zahl 2 sein.
Ja. Warte mal, hat der oben so runde Dinger oder so mit einer Spitze nach oben, so Vierecke? Ich hab einmal so ein Dreieck oben drauf. Willst du davon welche wissen? Nee, dieser Kerzenständer. Ist das so mit drei Zacken nach oben? Hallo? Oh. Kilian, ist dieser Kerzenständer mit so drei Zacken nach oben? Ja, davon. Ja, und da steht die Nummer 2 drauf, richtig? Nee, ich hätte sie nicht, aber das sind, davon habe ich 2 hier stehen. Hm, interessant. Und sind oben, wo die Kerzen eigentlich sind, sind das Kugeln, Kreise oder sind das Karos? Kreise. Kreise. Okay, und hast du irgendwie was einzeln stehen, wie so ein Schiff oder eine Schildkröte? Ja, ja, Schiff und oben ein Kreis drauf. Okay, und irgendwas muss dreimal stehen. Sowas wie ein Stuhl oder eine Katze? Nee, hab ich nicht. Steht kein Gegenstand dreimal irgendwie? Gegenstand? Nee, ich hab nur diese Zeichen darüber. Also dieses, der Kerzenständer mit den Kreisen und das zweimal. Dann habe ich einmal dieses Boot mit der Kugel um drauf. Davon habe ich 1, 2... Auch 2. Ja, das hilft mir halt überhaupt nicht weiter. Weil das Ding ist, ich muss das ja drehen und in der richtigen Reihenfolge. Das muss so Sinn ergeben, dass die Nummer 1 zum Beispiel das Boot ist, 2 wegen 2 Kerzenständern und der dritte, den ich drehen muss, dass da irgendwie was mit einer 3 steht oder 3 Gegenstände davon da sind. Bei Gott, das ist die Katze. Das ist nicht die Katze. Das war das Boot. Kerze mit. Aber hier haben wir ja gar kein Boot. Vielleicht das Haus oder die Blume? Negativ. Das kann ich nicht gehen, ich komme sonst nicht raus. Okay, und das ist das erste Rätsel und ich muss das halt lösen, damit ich aus dieser Tür rauskomme, ne? Ja, aber ich habe nur diese Kerzenständer, dieses Boot mit dem Kreis um drauf und dann habe ich noch so 2 einzelne. Was ist denn 2 einzelne? Das eine einzelne sieht aus wie so wie ein S und daneben sind 4 Striche. Einfach nur Querstriche. Ja, das habe ich auch. Ja, das habe ich einmal. Dann habe ich 2-mal das Boot, 2-mal den Kerzenständer und 1-mal dieses fette Strichmännchen. So, auf dem ersten habe ich nämlich hier das Boot mit dem Kreis oben, denn den Kerzenständer habe ich hier aber auch und habe ich hier das S. Ne, hier habe ich den Kerzenständer. Beim Boot 2, Kerzenständer 2. Und was hattest du noch? Das Strichmännchen, das fette und dieses S. Ich habe kein Strichmännchen. Funktioniert nicht. Aber sonst habe ich nichts. Das fette Strichmännchen, ist das eine Schildkröte? Es ist eine Schildkröte. Ist da ein Kreuz drin? Nee. Ja. Okay, es hat geklappt. Yeah! Schildkröte.
Okay, ich hab hier so eine Art Altar mit einem Buch. Und in dem Buch sind Kerzen mit Nummern drauf. Und jetzt war so, warte mal kurz. Ich bin hier auch. Ich hab ein Buch. I've never been as happy in my life. Warte, irgendwie sehe ich hier Scheiße. Happy in my life. Okay. Das Ding ist, ich habe hier so ein Buch und da steht das auf Englisch drin. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft. Ich gucke mich mal eben erstmal um. Oh, das ist doch irgendwie was. Ich habe hier so einen Satanistenstern. Und was hast du? Was? Wo im Buch meinst du? Nee, hast du irgendwie ein Rätsel zu lösen oder so? Das weiß ich nicht. Bei mir sind ganz viele Türen. Ich habe ganz viele versperrte Türen. Und dieses Buch. Und dann habe ich vor dem Buch ist so ein Altar. Links davon ist eine rote Flagge und rechts ist eine blaue Flagge. Ja, das habe ich auch. Und in der Mitte kann ich Kerzen anzünden, aber ich muss die wohl in der richtigen Reihenfolge anzünden. Ja, okay, gut. Das weiß ich. Dann kann ich dir sagen, welche Reihenfolge. Ach, krasse. Die erste ist die links oben. Ich befinde mich in einem Kreis. Ja, links oben. Wenn du da vor, wenn du da vor dem Altar stehst, links oben quasi. Welche Uhrzeit ist das? Warte, ich muss mal in Ruhe schauen. Was ist denn vor dem Altar? Das ist der Altar, ne? Ich würde sagen, das ist 10 Uhr. Ist die erste Kerze? Ja. Ja, 10 Uhr ist die erste Kerze. 2 Uhr die zweite. Ja. 5 Uhr die dritte. 5 Uhr. Ja. Und der zweiten, ja. Und dann? 6 Uhr die vierte. Aha. 12 Uhr die fünfte. Ja. Und was ist das jetzt hier? Ich denke mal 7 Uhr. 7 Uhr die letzte. Okay, hier leuchten Sachen. Also einmal auf meinem roten Banner. Ich weiß nicht, ob du es brauchst. Was ist das? Das bedeuten. Also auf meiner blauen Flagge leuchtet so ein Strich, was aussieht wie ein Bett. Einfach so ein waagerechter Strich mit einer Zacke nach oben, nach unten. Und auf meiner roten Flagge leuchtet jetzt so ein durchgestrichenes Kreuz, aber ich kann auch selber welche auswählen, glaube ich. Oh, wait. Mach mal auf deiner roten. Das ist unten so ein Kreis mit einem X drin. Dann geht es nach oben. Dann ist links ein C, rechts ein C. Dann geht es weiter nach oben. Dann sieht es aus wie so ein Kerzenständer. Warte mal, als erstes. Welches Symbol kommt als erstes? Beim roten Banner ist unten ein Kreis mit einem X drin. Ja, das leuchtet schon. Das leuchtet, ja. Und was hat das Symbol dann? Es geht hoch, dann geht es nach links, wird zu so einem C, nach rechts wird es auch zu einem C und dann geht es weiter nach oben. Oben wird es zu einem C. Warte mal kurz, das macht keinen Sinn. Weil ich kann ausschließlich entweder ein Symbol anklicken, was auf diesem durchgestrichenen Kreis ist, ein Pfeil nach oben mit einem Dächlein und noch einer Wagenrechte drüber. Oder eins, was nach oben geht und dann ein C, das nach wie ein Hufeisen ist. Oder ein C und dann mit einem Sternchen drin. Dann kommt ein U. Das hier? Das hier? Das hier? Nein.
Ja, das. Das? Okay, ich glaube nicht, dass es das Symbol ist, oder? Na, wir müssen das Blaue auch noch machen. Ja, das Ding ist, das Rote ist noch nicht so ganz. Und dann welches Hufeisen rechts die Dinger? Also, Kreis mit dem X drin, hoch zu einer waagerechten, links zwei Hufeisen, links ein Hufeisen, rechts ein Hufeisen, hoch, dann kommt ein Dach. Über dem Dach ist eine waagerechte, von der waagerechten geht es weiter nach oben zu einem U und auf dem U ist jeweils ein Kreis drauf. Könnte das sein? Oh, hat dieses U mit den Kreisen, hat es so einen Penis noch mit drin? Ja, ja, so ein Clip. Das hat noch einen Schwanz, ja. Das ist das. Okay, dann sagen wir jetzt das Blaue. Okay, Sekunde. Na, wir gehen heute nicht in Titty Twister. Das könnte ein bisschen anstrengender werden. Also das Blaue ist ein Angelhaken mit einem Kreis dran. Dann kommt eine waagerechte, aber die waagerechte hat einmal so einen Knick nach oben links und einmal nach unten rechts. Dann kommt ein U mit Dreiecken drauf und dann hat es aber auch wieder einen Penis mit einem Kreis. Okay, hab ich. Aber irgendwie passiert hier, glaube ich, nichts. Die Tür ist zu. Next game. Leuchtet bei dir beides noch? Ja, ja, beide leuchten. Sonst soll ich dir mal die Symbole schicken, die ich dir, die ich gemacht habe? Ja, sag mal bei WhatsApp. Also. Selfie. Ja, okay, nein, wir dürfen nicht WhatsApp schicken. Ja, warum nicht? Habe ich schon? Habe ich schon gemacht? Warum? Schick's mir nicht. Irgendwas davon muss ja. Irgendwas muss falsch sein, weil sonst wäre die Tür offen. WhatsApp ist illegal. Ja, gut. Sehr gut. Ist das links? Warte mal. Ja, dann haben wir das Blaue falsch gemacht, denke ich mal. Ist das links unten das und das? Also, ich erkläre das Blaue nochmal, okay? Ja, erkläre das Blaue. Unten beim Anfang, also beim da, wo der Fisch normalerweise dran ist, ist ein Kreis. Ja. Haken weiter hoch, zu einer waagerechten. Die linke Seite davon, die waagerechte, geht nach rechts, nach links oben, so ein kleiner Strich, und auf der rechten Seite nach rechts unten. Oben zu einem U mit Dreiecken drauf, die nach oben gehen und auf dem Schwanz ist oben ein Kreis drauf. Ja, und es sieht aus wie so ein kleiner Teufel, der einen Spagat macht oder springt und seine Hände sind Dreiecke und er hat einen Schwanz mit einem kleinen Pokéball hinten dran. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Beschreibung. Dann ist das Rote falsch. Nein, das Rote ist nicht falsch, da habe ich schon auf WhatsApp geschaut. Habe ich das jetzt abgeändert? Ich habe das jetzt abgeändert. Ja, aber irgendwas muss ja hier falsch sein. Wait, vielleicht müssen wir das verkehrt rum machen. Nee, das geht nicht verkehrt rum. Ich kann ja nur gewisse Dinger hier anklicken. Okay. Musst du irgendwas machen? Was steht denn in deinem Buch drin? Also was ist das Symbol in deinem Buch? Bei mir stehen nur, sind nur, ist nur eine Schrift. Okay, ja, die Symbole sind auf jeden Fall richtig, da muss doch irgendwas anderes sein. I want you to remember me as I was, I want you to remember, you know. Ja, ist irgend so eine Liebeshommage in dem Buch. Ja, das stand bei mir auch. Digga, ich verzweifle. Jetzt schon! Ich hab ne Tür! Ja, kann er was machen? Ich hab irgendwas gesagt. Ja, kannst du da durchgehen? Sekunde. Ich hab ne Tür gefunden, die ging auf. Und da konnte ich einen Hebel hochziehen und hier ist ein Buch vor mir. Aber in dem Buch ist nur der Altar zu sehen.
Aber ich glaube, der Hebel hat nichts bewirkt. Ist vielleicht bei dir auch irgendwo eine Tür, die du jetzt aufmachen kannst, die davor zu war, wo du auch einen Hebel aufmachen kannst? Nee, ich habe eine einzige Tür und die ist verschlossen. Okay. Ja, dann bin ich überfragt. Guck mal, 42. Ja, aber was hat's mit diesem... Ich habe hier so einen riesigen Satanstern hier. Irgendwas muss man doch eigentlich noch... Ja, das ist richtig. Wir haben nichts falsch gemacht. Hast du sonst... Du meinst, du hast noch mehr Türen. Ich habe WhatsApp jetzt geschlossen für die Fairness. Ich habe zwei Türen. Die eine war verschlossen. Dann haben wir das Altarrätsel gelöst. Dadurch, dass wir es gelöst haben, ging die eine Tür jetzt hier auf und ich konnte einen Hebel nach oben machen. Der ist jetzt oben. Aber noch nicht auf. Ich komm nicht raus! Ey, Chat, helft mal! Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist richtig. Er konnte die Tür aufmachen. Aber ich komme nicht raus. Warum komme ich nicht raus? Hast du vielleicht noch mehr Symbole gefunden, die wir damit machen könnten? Weil ich kann die ja immer noch zurückziehen. Ich muss glaube ich, Kerzen anmachen. Kerzen neu anzünden oder so? Nee, das glaube ich nicht. Weißt du, wie du die Kerzen anmachen musst? Ich finde die Kerzen nicht. Auch gut. Muss ich vielleicht die Kerze neu anmachen? Ah, vielleicht musst du die Kerze jetzt nochmal anmachen, ja. Nee, ich kann sie nicht neu anmachen, sie gehen nicht mehr aus. Sind die bei dir ausgegangen? Nee, die sind an, die gehen nicht mehr aus. Oh. Ja, ist ja super. Aber ich hab bei mir, hier steht ja der Altar muss leuchten, aber ich habe bei mir keine Kerzen. Jemand sagt, bei dem Banner ist das falsch, wenn es richtig ist, kommt ein neues Rätsel. Wir haben einen Fehler beim blauen Schreiben, die bei mir, aber das kann nicht sein. Warte mal. Oh ja, beim blauen ist was falsch. Was war da falsch? Beim Blauen darf in dem Kreis darf kein Punkt drin sein. Hm. Bei dem Kopf von dem Satan. Die Bude hat angefangen zu brennen, als ich es richtig gemacht habe. Ja, jetzt hört die Tür aber immer noch zu. Digga, die ist übersteuert. Ja, jetzt hab ich ganz viele Symbole in meinem Altar. Mein Satanistenstern brennt. Oh, ja, ich kann hier Symbole anklicken im Satanistenstern. Ja, ich muss mal kurz nochmal schauen gehen. Oh, die sind ja ganz schlecht zu erkennen, ey. Doch nicht. Kann ich nicht? Okay, bei mir im Altar sind jetzt... Ich bin jetzt in einem Kreis von ganz vielen Symbolen im Altar. Ja, hier leuchtet auch eins. So ein Kreuz mit zwei Karos links und rechts. Ja. Ich hab's angeklickt und dann gab's ein ganz lautes Geräusch. Ich sehe das Symbol, ja, aber ich kann damit nichts machen. Kannst du irgendwie die Reihenfolge mir sagen? Ich darf sagen, ja.
Also haben die Symbole eine Reihenfolge? Ja. Ja, die brauche ich halt. Soll ich bei 12 Uhr anfangen und dann auf 1, 2, 3 und immer weiter? Fangen wir am besten mit dem ersten an. Ja, was ist denn das erste? Das erste ist 12. Ja, dann nehmen wir 12. Ganz oben. Okay. Ganz oben ist so eine. Sieht aus wie Flügel und darunter ist die Harry Potter Narbe. Ja, das habe ich angeklickt, ja. Daneben ist eine Sand, so wie so eine Sanduhr, wenn man sich richtig hinstellt. Ja. Daneben ist ein X, wo ein Strich in der Mitte dazwischen ist. Das ist meine Reihenfolge, das kann nicht stimmen. Ja. Ja. Daneben ist ein Strich und da sind zwei Dreiecke dran in der Mitte. Ja. Daneben. Oh Gott, wie soll ich das erklären? Ne. Zwei M's. Zwei M's, genau. Das Ding ist, Kian, ich darf dich kurz unterbrechen. Das ist genau meine Reihenfolge auch. Das ist genau mein Kreis. Also von 12, 1, 2, war es bis jetzt genau die gleiche Reihenfolge. Herr Warnecke, okay. Danke dir. Also irgendwie kann das nicht hinhauen, glaube ich. Ist bei der Harry Potter Narbe links daneben ein Fisch? Ja. Okay, und dann kommt ein X mit vier Ecken, ne? Ja, richtig. Okay, verdammte Scheiße, war alles umsonst. Das ist die gleiche Reihenfolge. Und das Ding ist, ich kann halt diese Symbole anklicken und dann entsteht so ein Feuerkreis. Aber ich glaube, ich muss die in der richtigen Reihenfolge machen. Okay, vielleicht muss ich nochmal schauen. Ja, vielleicht musst du das so klicken, wie die Kerzen am Anfang auch waren. Weißt du, was ich meine? Aber ich sehe gerade, ich kann nur nebeneinander liegende anklicken. Ja, das geht eigentlich nicht. Okay, versuch mal das so zu machen. Klick als erstes mal den Fisch an. Ja. Danach die Sanduhr. Wo ist denn die Sanduhr? Warte, ich finde sie gleich. Die kann ich nicht anklicken. Das ist der einzige Stein, den ich nicht anklicken kann. Ja, das ist blöd. Ich kann irgendwie nur die drei gegenüberliegenden und die beiden daneben anklicken. Und das ist immer so. Ich kann immer nur drei nebeneinander anklicken und dann ist einer dazwischen Pause und dann die drei gegenüberliegenden. Weil das ist bei mir die einzige Verbindung, die fehlt bei dem Dings, bei dem komischen Zeichen. Harry Potter Name und der Amboss. Was ist denn ein Amboss? Und wie ist das bei dir aufgezeigt? Wie sieht das bei dir aus? Bei mir sind alle Symbole miteinander verbunden mit einer Blutlinie oder mit einem Strich. Nur zwei nicht. Und die beiden habe ich dir gerade gesagt. Die Harry Potter Narbe und der andere. Das ist dieser Amboss, der neben diesem X mit den zwei Vierecken ist. Links darunter quasi. Und die Harry Potter Narbe. Das ist ein Fisch. Ist das ein Amboss? Was ist denn ein Amboss? Ich weiß nicht, was ein Amboss ist. Ja, was? Ich weiß nicht, was ein Amboss ist. Ganz unten ist ja diese 2x. 2x. Ah, ja. Oh, warte, ich habe die verbunden miteinander. Ist das passiert? X, ja. Ist was passiert? Nein.
Also jetzt ist auf jeden Fall so ein Querstreifen durch. Es ist das passiert. Oh, warte mal. Mit was ist zum Beispiel dein Auge, was so einen Strich durch hat? Mit was ist das verbunden? Mit dem Harry Potter Symbol auch und mit dem daneben. Rechts daneben. Ich brauche Infos. Ja, ich bin hier gerade am struggeln, einen Stern zu machen. Nee. Du musst am struggeln, einen Stern zu machen. Nee, weiß ich nicht. Also ich muss die ja irgendwie miteinander verbinden. Diese Blutlinie, die du hast, muss ich hier drauf verbinden, auf diesen Muster, das ich habe. Okay, fang an mit Amboss. Lass links rüber. Zu dem X mit den Vierecken. Den X in den... Zu dem kann ich gerade nicht. Wo fängt man denn an? Wo soll ich denn anfangen? Das ist auch gar kein Amboss, ne? Doch, das ist Amboss. Ja, das ist, glaube ich, egal. Das ist egal. Ja, aber dann musst du den Amboss mit dem scheiß X mit den Vierecken. Das geht aber nicht. Okay, dann fangen wir mit dem Harry Potter an, zu dem Auge. Hab ich? Vom Auge zum X mit dem Strich dazwischen, da rechts daneben. Ja. Dann zur Sanduhr. Ja. Dann zum Doppel-X. Scheiße, warte, ich hab's falsch gemacht, warte. Okay, ich sag's jetzt alles auf einmal, ja? Du musst schnell sein. Doppel-X. Okay, los, weiter, Doppel-X, ja? Fisch. Ja. Neben dem Fisch das X mit den zwei Vierecken. Ja. Und dann der Amboss. Scheiße, den hat er schon angeklickt. Ist das ein Amboss? Ja, aha. Was passiert? Er schreit. Hallo? Ja, bei mir kam was, aber die Tür ist immer noch zu. Oh, meine ist auf. Achso. Warte, ich habe hier ein Buch und ein... Oh, ich habe keinen Bock, das zu lesen. Kann ich auch gar nicht lesen. Ich habe gerade einen Schalter hochgemacht. Ein Schalter? Ja. Ah, bei mir hat sich eine Tür geöffnet. Und hinter mir verschlossen. Ich bin jetzt vor einem Grab. Das ist deins. Hier möchte ich drin liegen. Mega nice. Ich habe hier so ein Kreuz. Vielleicht hilft dir das. Da sind, geometrische Figuren drauf. Jetzt wird stressig. Hör mal auf, ich habe nur noch zwei Kippen. Hilft mir absolut gar nicht. Perfekt. Bei mir löst sich die Treppe und da unter ist Lava. Kilian! Du musst das Ding aufmachen. Ich hab hier, okay, was erzähl dir, was ich hab. Ich hab hier so Art Feuerschalen und überall sind Kisten drauf mit verschiedenen Symbolen. Ja. Eine von diesen Kisten muss, glaube ich, aufs Grab drauf gemacht werden, sonst bringe ich dich um. Und das sind verschiedene Formen, wie du gesagt hast. Welche Form siehst du? Ich sehe ein 5, 6, das ist so ein 5-Eck, 2 5-Ecken, ein 4-Eck, 2 3-Ecken und ein Kreis oder ein Kompass oder so. Und die sind als Kreuz angerichtet. Okay, und die Treppe geht weg. Ja. Hm.
Also, ich habe hier, wie gesagt, ich habe alles, was du gesagt hast, habe ich, glaube ich, auch hier. Okay, dann die Treppe ist gleich weg. Ich habe verschiedene Felder. Dreiecke, Vierecke, Fünfecke. Die Dreiecke, die Spitzen müssen zueinander zeigen? Ja. Ich habe 5 Treppen, ich sterbe. Wir machen gleich nochmal in Ruhe. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. We've gone away. Wie drücke ich jetzt hier Retry? Spiel. Herr, halt's mal, ich bin rausgeflogen. Schiff hinten. Hä, hey, what the fuck? Hä? Was ist jetzt passiert? Kian, irgendwie, ich bin rausgeflogen. Ich glaube, ich habe Quit gedrückt. Nice. Kann man aber vom Checkpoint starten? Weiß nicht, weil wir haben jetzt. Ich finde den Raum ja auch nicht mehr. Ich auch nicht. Wollen wir Phasmophobia spielen? Nee, das ist zu langweilig. Ich glaube, wir müssen sonst neu anfangen, ne? Aber ja, scheiße. Drecksgame. Warte, nee, warte mal. Das Treppenhaus. Nee, ich kann hier einstellen. Achso, okay, gut. Ja, dann. Ist dasselbe wie gerade eben schon. Okay. Ja, hast du Raum offen? Ja. Ich finde dich nicht. Ach, hier, Joanne. Saugstrobe. Wieder das gleiche Passwort? Auch Saugstrobe. Okay. Das Treppenhaus. Hol rein. Okay. Bitte klicken Sie auf bereit, der Herr. Du bist aus dem Raum raus? Nee, du, ich hab dich, glaube ich, aus dem rausgekickt. Hallo? Ich hab dich, glaube ich, aus dem rausgekickt. Machen 9. Da steht Spieleanstoß und ich dachte, es wäre sowas wie Gruscheln bei SchülerVZ. Jetzt höre ich dich doppelt. Ja, nee, tu's nicht. Das ist deine Psychose. Warum bin ich? Ich bin im Ladescreen. Was? Hä? Hilfe! Nicht bei Discord muten? Bitte? Kannst du nicht bei Discord muten? Ja, hab ich. Aber ich kann hier nicht. Guck mal, ich bin jetzt hier im Altar, bei mir passiert nichts. Ich muss das Spiel, glaube ich, neu starten. Hat's jetzt was? Ich hab dich nochmal rausgeworfen. Klappt jetzt? Ja, aber jetzt kriege ich die Taste und nicht mehr weg. Warte mal. Jetzt. Das war dein falscher Entscheidung. Ready. Du kleiner Sportsfreund. Kannst du starten? Ja, das geht. Spiel startet in einer Sekunde. Achso, okay. Ich weiß, ey, 2 komplette Idioten in diesem Drecksgame. So, okay, die Treppe geht jetzt gleich weg, wenn ich den Pfeil nach oben mache, okay? Ich hab die Dingens nach oben gemacht, jetzt sag ich dir schnell, was ich sehe, okay? Kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Es sind jetzt neue Symbole. Geh jetzt rein, okay? Mhm. Ja. Soll ich dir schon sagen, was ich sehe? Nee, natürlich! 2 Fünfecke in der Mitte. Und das ist als Kreuz also Jesuskreuz angerichtet. Ein Dreieck oben, das mit der Spitze nach oben zeigt. Was ist ganz unten bei dem Kreuz? Der Kompass. Der ist nach Osten gerichtet. Nach Osten gerichtet der Kompass. Nicht
Ohne Seife waschen, nicht ohne. Da. Ich finde, bei mir haben die Kompasse. Aber was ist auf dem Kompass oben drauf? Was ist das? Was ist die Zahl oben drauf? Da ist keine Zahl. Die ist einfach. Der ist einfach. Das ist einfach ein Kompass, der das untere vom Kreuz ist. Ja, was kommt da drüber? Ein Fünfeck. Da über kommt noch ein Fünfeck. Irgendwas ist passiert. Ah, die Treppen gehen schneller. Kiat! Ja, du hast ein Fünfeck. Das war falsch. Ein Fünfeck mit der Spitze nach unten Richtung Kompass gerichtet. Ach so, ja, das ist gut zu wissen. Kian. 999, Kashi. Ich sterbe. Ich sterbe. Er ist viel zu langsam. Das klappt nicht. Kian, ich habe 4 Treppen. Du dumme Sau, dumme Sau, du dumme Sau! Geht's dir gut? Ich sterbe. Kilian. Ja? Ich musste, glaube ich, sagen, wie die Dinger angerichtet sind. Ja, aber bei mir sind es. Bei mir kann ich diese Kisten drehen. Bei mir gibt's gar keinen Sinn, was du sagst. Ja, die müssen in der richtigen. Also die Spitze zum Beispiel. Naja. Okay, pass auf, bevor ich das umlege, sage ich dir jetzt schon mal, was ich auf dem Kreuz sehe, vielleicht. Kilian. Auf was für ein Kreuz? Das ergibt für mich gar keinen Sinn, was du sagst. Okay, pass auf, bei mir ist an der Wand ein Jesuskreuz, okay? Er soll einen Zettel umholen, sagt einer, oder? Mach Paint auf oder so. Also, ich sag, ich hab Würfel. Jede Würfel hat jede Zahl drauf, glaube ich. Jede Zahl? Was für eine Zahl? Was für eine Zahl? Ja, nein, die Ecken. Es gibt Dreieck, Viereck und so weiter und so fort. Da sind Schrauben drauf. Da gibt es tatsächlich immer nach oben. Guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel hier. Also ich erkläre dir kurz, was ich sehe. Das ist ein Kreuz und darauf sind halt Symbole. Und die sind so im Kasten. Wie so ein Memory. Mein okay. Kreuz könnte man zu einem Würfel falten, oder? Das Kreuz könnte man zu einem Würfel falten, tatsächlich, ja. Mhm. Okay, dann, ja. Dann kann ich dir gleich behilflich sein. Okay, das ist gut. Ich sag dir jetzt schon mal grob, was es ist, ja? Auf der unteren Seite ist ein Dreieck. Dann kommt, auf der unten, wenn du dieses Kreuz faltest, die lange Seite, die untere Seite vom Kreuz, also ist dann ein Kompass und dann klappst du den Deckel nach oben, das ist auch ein Dreieck. Und die andere Seite ist ein Fünfeck. So, und dann hat die eine Seite ein Viereck und die gegenüberliegende Seite ein Fünfeck. Also die gegenüberliegenden Seiten ist Kompass, Fünfeck, Viereck, Fünfeck und Dreieck, Dreieck. Könnten Sie das gleich mal wieder hören, wenn ich Paint geöffnet habe? Ich schalte den Schalter. Ich komme nicht an den Schalter, weil die Treppe schon weg ist. Stellt sich heraus, dass, Kian? Ja. Stellt sich heraus, dass wenn ich oben zum Kreuz laufe ohne Schalter und dass die Treppe dann schon wegfällt. Okay, gut. Aber jetzt wissen wir, es ist ein Würfel und ich sagte die gegenüberliegenden Dinger, okay? Ja, aber was für gegenüberliegende? Naja, wenn du einen Würfel hast. Wenn du einen Würfel hast, dann hast du ja 2 gegenüberliegende Seiten. Ja? Ja, die sage ich dir. Warte mal. Was?
Wenn du einen Würfel hast, hast du zwei gegenüberliegende Seiten. Heißt, bei der 6 ist die andere Seite von dem Würfel eine 1. Ja. Ja, und das habe ich nur mit Symbolen. Und die sage ich dir dann. Okay. Und dann musst du den Würfel finden, oder? Okay, gut. Okay. Und das muss ich in der richtigen Reihenfolge dann machen. Nee, kann ja denn nur ein Würfel sein, oder nicht? Was, ach so. Was ja. Musst du denn machen? Ich habe ganz viele Würfel. Ja, und dann musst du den richtigen Würfel finden. Okay, du sagst mir dann, was die gegenüberliegende Seite ist. Und dann suchst du den, genau, du musst den richtigen Würfel finden. Okay. Der ist ja gar nicht so schwer, oder? Ja, aber warum kann ich nicht, warum geht's nicht weiter? Der muss auf Retry vom Checkpoint machen. Kann ich nicht. Klick darauf, doch jetzt. Ja, oh. Digga, das kann was werden. Und rein. Mach den Laden auf. Ich mach den Laden auf. So. Also, der Würfel hat gegenüberliegend Dreiecke. Auf der einen Seite ein Dreieck, auf der anderen Seite. Dann ist ein Fünfeck gegenüber dem Kompass und ein Viereck gegenüber dem Fünfeck. Hast du das verstanden? Okay, jetzt halt nochmal. Dreieck liegt gegenüber Dreieck. Fünfeck liegt gegenüber Kompass. Fünfeck liegt gegenüber Viereck. Nochmal. Dreieck gegenüber Dreieck. Kompass gegenüber Fünfeck. Fünfeck gegenüber Viereck. Dreieck gegenüber Dreieck, Fünfeck gegenüber Kompass und Fünfeck gegenüber Viereck. Fünf, vier, fünf, drei, drei. Ich heule gleich. Wie, du kannst es nicht anschauen? Mal hier mal drüber. Kian, Kian, die Treppe, Kian, die Kreide ist da falsch. Okay, warte. 3 gegenüber 3, 4 gegenüber 5 und 5 gegenüber Kompass. Oh, es hat geklappt. Oh Gott, da ist noch eins, Kian, da ist noch eins, oh mein Gott, das sind so viele. Haben dir meine Zahlen mehr geholfen oder die Symbole? Die Symbole. Okay, pass auf. Dreieck gegenüber Viereck, Fünfeck gegenüber Dreieck und Fünfeck gegenüber Kompass. Sag's nochmal, ich hab's nicht gehört. Dreieck gegenüber Fünfeck, Viereck gegenüber Dreieck, Fünfeck gegenüber Kompass. Das ist falsch. Dreieck gegenüber Viereck, Fünfeck gegenüber Dreieck, Fünfeck gegenüber Kompass. Kian streamt auch unfair_ak. Ja. Nächstes. Okay, nächstes. Viereck gegenüber Dreieck. Alter, was ist so laut hier lang? Viereck gegenüber Dreieck. Dreieck gegenüber Fünfeck und Kompass gegenüber Fünfeck. Kannst du nochmal sagen? Dreieck gegenüber Fünfeck. Dreieck gegenüber Viereck und Kompass gegenüber Fünfeck. Dreieck gegenüber Fünfeck, Dreieck gegenüber Viereck und Kompass gegenüber Fünfeck. Nochmal. Dreieck gegenüber Viereck, Dreieck gegenüber Fünfeck und Fünfeck gegenüber Kompass.
Au. Macher. Ja, ganz war voll easy. Das war richtig einfach. Okay, ich habe wieder so einen Hebel. Ich hab den Hebel hochgemacht. Ach du Scheiße. Ich muss hier eine ganze Weile hochlaufen. Ich hab einen Zombie bei mir. Ich höre so ein Lachen. Ich glaube, ich bin gefangen. Die Tür kommt näher, Jack. Klein, die Tür kommt näher. Dreh das in die andere Richtung. Ja, nichts passiert. Ich kann hier so ein Lenkrad festhalten, das dreht sich irgendwie. Das Lenkrad bewegt meine Tür. Ah, dann halte ich das fest, ja? Mach mal kurz. Alles beim ersten Run, oder? Krass. Nee, bei mir passiert nichts. Kann das nicht. Jetzt ist passiert. Mach gerade deine scheiß Tür wieder auf. Egal, was du tust, kannst du bitte dann aufhören. Versuch das Lenkrad zu drehen. Tu es nicht! Das ist so, ich hab so Türen zeigt man nicht, weil du mich erstichst. Bitte auf der Hand, danke, Ohre. Ich kann's nicht kehren, es bleibt. Es macht die ganze Zeit alleine weiter. Bitte lass dieses Lenkrad einfach los. Auf jeden Fall sollst du es doch nicht loslassen. Okay, Jen, ich sag dir, was bei mir passiert, okay? Okay. Bei mir. Ist eine Tür mit zwei Riesenrädern dran. Ich glaube, es war das Lenkrad. Los, lass es noch runter mit gehen. Bitte fass das Lenkrad an. Lass es. Tu es. Bitte halt's fest. Okay. Das Lenkrad los. Jetzt kommt diese Tür mir entgegengerollt und wird mich zerquetschen. Hier sind zwei Ritter bei so altarmäßig. Die haben verschiedene Symbole über sich. Meistens irgendwelche Rehe oder Hirsche oder so. Oh, nee, auch ein Kranich oder was das ist. Und. Was ist? Hör auf, lass das Rad nicht los. Und. Eine Ratte. Aha. Also, das Ding ist, ich kann mich nicht umgucken, weil ich das Rad festhalten muss. Ich kann es nach links oder rechts drin bewegen. Das ist verkantet. Hast du irgendeine Idee? Ja, ich könnte ein Schwert da reinstecken oder so. Ich lasse es mal kurz fallen. Wie sieht's aus? Ja, hier ist es. Du musst mir irgendwas sagen. Hier ist es. Also geht die Tür weiter zu? Ich stehe da mit Symbolen drauf. Und. Das war's. Ja, das Ding ist, ich kann das Lenkrad nicht loslassen, Kian. Du kannst es loslassen für einen gewissen Zeitraum. Ich sag dir dann, wenn du es wieder anfassen musst. Aber ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Okay, guck dich um. Das kommt mir entgegen. Ich sag dir kurz davor Bescheid, wenn ich wieder zurückdrehen muss. Okay. Also ich habe hier verschiedene Waffen. Ja, hier ist so Löwe, Hirsch, Adler und Eichhörn, Chinesen, Storch. Und ich kann da Waffen in die Ritterrüstung machen. Ja.
Ja. Zurück. Ich habe auch eine Ratte. Auf diesen. Ne, das ist die Ratte wahrscheinlich, ne? Also eine Ratte, ein Adler, ein Hirsch und ein Löwe oder so. Ja, das habe ich auch. Und unter diesen Symbolen stehen bei mir Ritterrüstungen und da. Und eine riesige Axt. Oh, das könnte die sein. Okay, ich probier's mal. Ratte. Aber das ist nicht das runde rote Schild, das ist das. Das sieht aus wie dieses Wirt-Logo. Okay, ich habe schon meine Axt drin. Ich versuche jetzt das Schild. Ja, das Schild ist nicht das runde, das andere. Schild. Nicht das, ne? Das? Hast du das Schild angemacht? Schild ist dran. Kannst du wieder ans Rad gehen? Bin dabei. Okay. Als nächstes der Adler, bitte. Der Adler zuerst. Okay, der Adler, warte. Der hat einfach nur so ein Schwert. Das sieht aus wie von einem Ork. Das ist so. Boah, wie soll ich das beschreiben? Das ist ein Ork. Es ist ein Schwert mit einer sehr breiten Klinge oben, aber nur oben. Oben wird es immer größer. Okay. Ich suche es. Jungs, ich kann zeigen. Das hier? Oder. Nee, das ist es nicht. Wer Crocodile dann nehmen? Nein, nein. Nein, 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 ich weiß nicht, wie. Ich habe hier sowas nicht. Musst du aber haben. Es wird immer breiter oben. Ja, es sieht aus, als hätte da so ein fetter Oder dran abgebissen an der linken Seite. Es hat da irgendein Viech reingebissen und hat die ein bisschen Klee abgebissen. Man sieht da Zahnabdrücke. Okay, ich guck gleich. Oder Zacken. Würde man sowas glaube ich auch nennen. Das ist ein Schwert, ja? Ja, könnte auch das was für eine Machete sein. Keine Ahnung. Oder ein Messer. Das hier. Okay, sag schon mal Schild. Ich hab kein Schild. Hat der sonst irgendwas? Ja, nur Rüstung hat. Da gab es aber kein. Da gab's kein Düdüm, richtig. Der gab's bei dem davor auch nicht. Bei mir ja. Ah, die Augen müssen leuchten. Ja, das ist falsch anscheinend. Perfekt. Nehmen wir am Rad, ich schreib's nochmal neu. Mach erstmal die Ratte. Die Ratte haben wir doch schon. Den Löwen, die Ratte haben wir schon. Okay, Löwe, Löwe. Der Löwe-Ritter hat ein Schwert in der Hand, wo unten die Klinge schmal ist, dann wird die wieder ein bisschen dicker, dann wird die wieder schmaler und dann wieder dicker. Schmaler, dicker, schmaler, dicker, schmaler, dicker. Hab ich? Das habe ich. Ich komme mit der Ratte hin. Ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich drehe. Noch ein Stück, noch ein Stück. Du hast zwei Schwerter, dann hast du wahrscheinlich das eine mit dem anderen verwechselt.
Ich habe mir ungefähr 10 Schwerter links und rechts im Raum verteilt. Okay, gut, das ist natürlich schlecht. Also, bei dem Kranich, das Schwert, ich beschreibe es dir, okay? Es ist eine sehr breite Klinge von Anfang an. Die ist an der rechten Seite an schon angeschärft. Könnte man auch als Machete benutzen. Links sind Zacken dran. Sieht aus, als wenn, als wenn Shrek da reingebissen hätte. Dann wird es zu einem U und oben sehr spitz. Und dann wird es aber wieder breit und geht wieder runter. Dann wird es zum U. Dann wird es zum U? Dann wird es zum U? Nein, das ist eine Wölbung einfach drin. Dein Mikro kratzt echt hart, ne? Da sind links alle den Zacken dran, als hätte jemand reingebissen. Das ist doch die perfekte Beschreibung für dieses Scheißding hier. Hält er doch hier? Ja, hier. Okay, okay, was hat er ein Schild? Ich dreh. Hat er ein Schild? Nein, der hat kein Schild. Dann war es das falsche Schwert, ich breche ins Essen. Oh, nochmal. Oben sieht's aus wie eine Axt. Unten geht's aber runter, wird schmaler und hat auch eine Klinge und links einen Zacken dran. Ich hab nichts mit einer Zacke. Der hier. Oh, ich hab's. Ich muss was anderes machen, aber bitte drehen Sie wieder an der Tür. Ich dreh. Okay, der andere hat. Nein, ich hab was mit Zacken. Ich muss das nur eben reinmachen. Wo ist es hin? Was? Es ist weg. Wo ist es hin? Da. Was ist weg? Das ist wie so ein Messer, oder? Ja. Joanne, ich bin. Ich dreh. Nein, ich sterbe! Nein, ich bin da. Jetzt im Hirsch und hör mir zu. Der Hirsch ist ein Schild. Ein rotes, rundes Schild. Das hat 4 Punkte drauf. Und in der Mitte ist ein riesiges mit so einem Metallblechding. Und um das Metallblechding um sind 4 Punkte. Oben, rechts, unten, links. Okay, ich suche jetzt nach dem Schild. Ja, so nach dem Schild. Nein. Sind jeweils 2 Punkte oben, links, oben, rechts, unten, links? Nein, immer nur ein Punkt, ein großer. Ich hab's. Dreh am Rad. Geht nicht. Ich dreh. Ich glaube, ich hab's. Bei wem war das? Bei dem Hirsch? Bei dem Hirsch, ja. Ich habe übrigens schon an der Tür gelegt. Das war der letzte Sekunde. Scheiße, ich aber bei dem Hirsch war das. Meine Nase ist gebrochen auf jeden Fall. Scheiße, aber ich weiß nicht, ob ich das bei dem Hirsch hingepackt habe. Ich muss nochmal nachgucken. Scheiße, es ist weg. Das? Jetzt müssen wir. Dreh am Rad! Was ist das? Stopp! Der Hirsch. Das ist ein Löwe. Hier, Hirsch. Okay, das Ding ist beim Hirsch. Joanne, bitte. Ich hab's beim Hirsch hingepackt, ich muss rennen! Dann für den 6 Euro, Kabo. Okay, das ist beim Hirsch. Aber das sieht der Hirsch da auch noch ein Schwert. Okay, was für ein Schwert? Wie soll ich das beschreiben? Ich nicht. Es ist ein Schwert, wo unten der Anfang der Klinge sieht aus wie so ein Diamant. Und aber so von der Form her nur. Dann geht es gerade hoch. Dann kommt
dann wird es nochmal so ein Viereck mäßig bisschen und dann wird es eine ganz gerade Klinge ab und es ist sehr klein und schmal. Ist das Schild in der rechten oder in der linken Hand? Okay, die Hand hat gleich eine Scheiße. Ist das Schild in der rechten oder linken Hand? Von mir aus links. Ah, scheiße. Okay, hab ich. Oh, die Schwerter müssen auch in der richtigen Hand sein, Kian. Achso, es ist die rechte Hand, aber von mir aus links. Ja, das ist. Ja. Okay, gut, wir verstehen uns. Bei dem. Ja, aber bei den anderen leuchten ja die Augen, ist ja richtig. Okay, also, wir reden jetzt nochmal über das Schwert. Das Schwert hat unten Diamanten und verläuft nach oben hin dünn. Nein, das ist. Das Diamant war ein dummer Call von mir. Okay, ich sag's nochmal. Er hat es in der Hand, das ist ein ganz normaler Griff. Und direkt unten, wo das Schwert anfängt, geht's nach links oben, also so eine Zacke und direkt wieder aber zurück. In die gleiche Breite. Dann geht es hoch und dann wird es wieder kurz ein bisschen breiter und dann geht es wieder ganz normal in die Länge. Und das ist ziemlich. Ist kein großes Schwert. Also es ist schon groß, aber es ist nicht so mächtig, also wie ein Zahnstocher. Wie ein Zahnstocher, so wie Strobels Arme. Zum Beispiel. Nein. Oder wie mein Cock. Ja, das könnte es aber mal sein, oder? Sollten wir uns vielleicht mal wieder an der Tür drehen? Ja. Was? Ja. Ja. Hast du das Schwert reingemacht? Nein! Nein. Ich will's nicht. Ich hab's. Nee. Das? Nein. Du musst schon wieder dran drehen, es wird immer schneller. Hier, es wird schneller! Dreh! Kann sein, dass ich's habe, ich bin mir aber nicht sicher. Das ist richtig. Wenn du es nicht hast, die Tür wird immer schneller. Ich hab vielleicht noch so 5 Sekunden und bin ich tot. Halt die Fresse! Okay, ich hab's drinne. Ja, das war richtig. Was wäre es denn jetzt falsch noch? Der Kranich hat immer noch das Schwert von mir aus in der rechten Hand. Das ist von Anfang an ziemlich krumm. Der Griff ist auch unten krumm. Das musst du ja wissen als Zahnarzt, wenn du so einen Abdruck nimmst. Und dann wird es oben breiter zur Axt. Okay. Linke Hand. Von mir aus recht. Ja, wenn du dem Ding gegenüberstehst. Ja, dann in der linken, perfekt, Mann. Von mir aus recht. Oger? Oga. Ist das richtig? Ist falsch! Linke Hand! Ist doch linke Hand! Wie falsch? Ist ein anderes Schwert? Oh. Anderer Oger? Anderer Oger! Oga. Was für anderer Oger? Ogerbiss. Ich hab keinen anderen Ogerbiss. Ich glaub das nicht. Was für ein anderer Oger? Anderer Oger? Was ist dein Problem, Joel? Ich finde das Schwert nicht. Der mit unten. Hat der unten links 4 Zacken, so kleine? Ja! Ah, Junge, fick dich ins Knie. Jetzt hab ich das Schwert verloren, ich muss es in einem Ding machen. Ich kann das Ding nicht drehen, wenn ich ein Schwert in der Hand hab. Ja, das ist schlecht. Ich bin ja tot. Bleib weg!
Okay, wir müssen neu anfangen. Lass dich duellen. Oh Mann, ich kann linke Hand. Ich hab's doch in die linke Hand. Von mir aus aber rechts diesmal. Chill, schreib link. Ja, ja. Hör doch nicht auf Chat. Wir wissen, du hast nicht in die, du hast es nicht von dir aus links gemacht, oder? Doch, in die linke Hand. Von mir aus gesehen in die linke Hand. Kickieren. Okay, wir starten. Es ist alles nochmal neu. Halt's Maul, okay. Wie bitte? Okay, ist egal, ja? Ich kenne die Schwerter jetzt. Okay, das Ogerschwert mit den vier Zacken. Wieder bei dem gleichen Typen. Also bei. Aber diesmal ist es ein anderes Bild. Diesmal ist es die Ratte. Da in die rechte Hand. Also von mir aus rechts. Also wenn du vor ihm stehst, rechte Hand. Das Schild hat. Oh, fuck. Es ist in der Seite, hat es zwei U's drin, die nach reingehen. Und oben ist es so Vierecke, oben rechts und oben links. Und oben in der Mitte auch ein U drin. Okay, aber in der Hand, wenn du vor dem Gerüst stehst, rechte Seite. Wenn ich vor dem Gerüst stehe, wie bei den anderen drei, die wir davor auch gemacht haben, von mir aus rechts. Check. Oh Gott, Zacke. Ratte, Kranich. Adler, ich hab hier einen Adler. Ich hab von der Ratte geredet. Ich hab hier einen Waschbären. Ist eine Ratte? Ich rede von der Ratte. Junge, hier sieht alles aus wie eine Ratte. War das die Ratte? Das eine ist ein Waschbär. Das eine ist das, was ich nicht sagen darf, also ich auf Tisch gebannt. Was denn? Ja, sag ich nicht. Das hier? Welche Form hat das Schild? Unten spitz, an der Seite zwei C's drin und oben ein U drin. Nee, das ist es nicht. Okay. Das hier. Ist falsch. Hat geklappt? Nee. Junge, ich hab hier auch. Ich find die Ratte nicht! Der hier. Ernstes Verlangen, dir ins Gesicht zu schlagen. Das! Bitte tu's! Okay! Okay, gut. Wir gehen mal zum Adler. Kannst du bitte nicht so nah an dein Mikro gehen? Das kratzt echt hart. Okay, nächstes Tier. Okay, bei dem Adler. Welcher Adler? Ich habe gefühlt zwei Adlers. Wo oben ein U drin ist. Unten ein U, links ein U und rechts ein U, das geht so rein. Das sollte eigentlich reichen, denke ich mal. Ein rotes Schild. Warte mal, welcher Adler? Ich habe zwei Vögel. Der Adler. Okay. Ja, vom letzten wurde dem auch Adler genannt. Der Kranich. Ja, der Kranich. Weil da ist noch ein Adler, der hat so einen Schal. Der mit dem Schall auch wieder da. Den machen wir dann auch. Okay, ein rundes Schild mit U's oben, unten, links und rechts. Richtig, und ein Schwert. Ja, das machen wir danach. Mach erstmal das Schild an die linke, von mir aus linke Hand. Hat das so eine Zacke in der Mitte? Wie? Nee, nur so ein. Ja, so ein. Viereck. Ja, ist eine Zacke, ja, ist eine Zacke. Oh, so. Welche Hand ist das Schild? Links. Okay.
Okay, das Schwert. Das Schwert ist unten dünn. Dann kommen so, so zwei Zacken links und rechts raus. Dann geht es so in einem Bogen hoch. Dann kommen wieder zwei Zacken links und rechts. Dann geht es wieder in einem Bogen hoch. Wieder zwei Zacken links und rechts. Und dann geht es spitz nach oben. Jesus! Da! Ich hab's! Ist falsch. Rechte Hand? Rechte Hand, das Schwert, linke Hand, das Schild. Hab ich, ist falsch. Das ist es doch. Ist anscheinend das falsche Schwert. Ja, dann beschreibt man, wie dein Schwert aussieht. Ja, es hat auch so Zacken, aber ich gehe nochmal auf die Suche. Es ist relativ schmal in der Mitte. Ich hab hier nix. Nein, ich find's nicht! Kannst du es nochmal beschreiben? Okay. Unten, bei dem, wo es anfängt, ist auch so eine Art Nische in der Mitte mit so einem kleinen weißen Punkt drauf, wie so eine Schraube. Und dann fängt das schon komisch an, unten. Also es ist drin. Dann kommt es zu zwei Spitzen, dann geht die Wölbung weiter rein, dann wird es wieder schmaler, dann wird es extrem breit. Und von der Breite geht es wieder ins Schmale und dann aber oben wieder ins Breite. Okay. Okay. Sehr gut. Okay, was machen wir jetzt? Den Waschbären? Der Waschbär, okay. Der hat diese riesige Axt, die wir davor hatten, dieses Riesenviech. Mhm. In der linken Hand und in der rechten hat er ein Schild, wo an links ein C ist, rechts ein C und oben in der Mitte ein U. Check. Over. Riesige Axt, riesige Axt, riesige Axt, 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 Waschbär, Waschbär, Waschbär. Linke Hand, Schwert? Linke Hand, Axt, rechte Hand, Schild. Okay. Noch so Schwert, Steinechse. Okay. Hat funktioniert. Gut, jetzt das letzte. Der komische Arme mit dem Mäuschen. Ja. Okay, der hat nur ein Schwert in der Hand. Das fängt unten schmal an, geht nach oben und auf der linken Seite vom Schwert sind zweimal die Klinge abgebrochen. Das ist ein sehr rostiges Schwert. Und es ist sehr breit. Und unten fängt es aber schmal an. Und die linke Seite ist abgebrochen? Ja, da sind zwei so Kacheln drin. Zwei Sachen sind rausgebrochen. Das hier? Linke Hand? Rechte von mir. Falsch. Warte. Dreh. Gerade Schwert, scheiße. Digga, das setzt mich so unter Druck, Mann, ich kack gleich! Es ist ein Schwert. Dreh! Ich hab gedreht! Dreh, behalt es fest, es kommt entgegen! Ja, aber ich brauch das Schwert! Das ist das schönste Schwert. Gerade Schwert, Kerben drin, gerade Schwert und Kerbe. Unten dünn, oben breit. Und Schwert sehr dünn und geht dann oben in die Breite und dann auf einmal plötzlich in die Breite. So, dann sind so zwei Zacken unten. Dann geht's nach oben, bleibt immer auf der gleichen Breite, ist sehr rostig. Auf der linken Seite ist was abgebrochen. Ein bisschen mehr als oben auf der Seite, wo abgebrochen ist. Da ist nur ganz wenig abgebrochen. Oben wird's spitz. Chat links oder rechts? Wo war das?
Nein. Das. Okay, ich hab's. Fast in Lava gelaufen. Du musst dich drehen. Hat's geklappt? Falsch! Ja. Digga, zwei Kerbe, da waren noch zwei Kerben drin, oder nicht? Was ist in der rechten Hand? In der rechten Hand? Von mir aus rechts. Nicht in der rechten Hand, von mir aus rechts. Junge, ich krieg einen Call aus, ich hab keine Schwerter mehr. Ich hab's. Anscheinend nicht. Du musst gleich drehen, wenn du es nicht schaffst. Bingo! Alter! Du Scheiße. Was siehst du? Mein Tod? Weiß nicht, das ist irgendwie eine riesige Halle und da sind so Felder in der Mitte. Und das ist wie so ein riesiges Monopoly-Feld oder sowas. Nur ohne Monopoly, wie Memory. Okay. Also ich habe hier nur eigentlich ganz einfache Sachen. Ich habe auf dem Tisch sehe ich ein Buch mit einem Schwertkurzbuch. Das ist wahrscheinlich How to kämpfen für Weiber. Dann habe ich hier einen riesen Aschenbecher, aber das sieht wahrscheinlich aus wie ein Wein, nee, Weinkrug. Ein Buch. Und ich habe getönte Fenster, wo jeweils oben sieht aus, als wenn das Krieger wären. Und da drunter, ne, einmal ist ein König. Daneben ist ein. Ja, warte, ich kann was aus dem, das aus dem Fenster nehmen. Einer ist tot. Eine liegt einfach so tot da und die andere liegt auch tot da, aber ja, die gucken halt mal ein bisschen anders. Also ich habe hier 6 Fenster und ich kann jeweils oben ein Stück rausnehmen. Also ich habe hier zum Beispiel den König und das kann ich aus dem Fenster rausnehmen und kann es wie so ein Puzzleteil woanders reinstecken. Okay, der König mit der Krone und der Kette, der... Dann unter ihm, bei dem Fenster, liegt eine Frau, die hat einen Rosenkranz auf, so wie es aussieht. Und die liegt tot mit einem Dolch in der Hand. In der Hand oder hat sie eins im Herz stecken? Ich glaube in der Hand und aus ihrem Mund läuft Blut raus, aus dem Mundwinkel, links nach runter. Ich habe mir genau das, was du beschrieben hast, nur hat sie das im Herz stecken. Ich laufe mal auf die andere Seite. Ja. Bei mir hat sie die Hand auf der. Ich weiß nicht, die Arme, muss es ja sein, ne? Ah, ne, hier habe ich eins, da hat sie einen Dolch in der Hand. Ja, genau. Und der König hat ja einen Ziegenbart? Ja, ich habe nur einen König hier. Ein Ziegenbart, eine Perlenkette mit so einem viereckigen Dings. Wie mache ich den da rein? Und. Was ist denn jetzt Phase? Digga, ich kann alle Bretter auseinanderbauen, warum? Aus deinem Umhang sind so Art ungeblühte Rosen drauf. Aber ich kann die irgendwie nicht wie ein Puzzleteil hinlegen. Ich weiß nicht wieso. In welche Richtung schaut der? Von mir aus nach links. Nee, aber also er guckt. Sein Kopf ist nach links geneigt, aber er guckt nach rechts. Ja, das ist er doch. Ja, ich kann das da nicht einfügen. Wie mache ich das da rein, Chat? Ich weiß nicht, wie ich das da reinmache. Ich habe irgendeinen Schalter umgelegt, den ich gefunden habe. Hier ist nichts passiert, glaube ich. Ich habe hier noch eine Tür mit einem Schalter. Der blinkt rot.
Das Ding ist, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Chat sagt, es liegt gerade alles nur an dir, dass wir hier so langsam sind. Ich weiß nicht, wo ich die hinpacken soll. Ich kann die auseinandernehmen, aber dann... fallen die auf den Boden. Ich verstehe das nicht. Julian! Ah, warte mal. Diese? Warte. Ist das eine Reihenfolge? Ja. Ja, warte mal. Und der König neigt seinen Kopf nach links, aber guckt nach rechts. Von mir aus ja. Okay, und was ist das für... das ist drei Teile. Also wie sieht das untere Muster aus? Unter der Frau? Ja.